kurz die Frisur richten. So, passen die Haare. Ah. Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und ich bin zu spät, so wie immer. Sorry dafür. Moment, ich sehe auch gerade, mein Aquarium ist noch finster. Machen wir bitte den Proforma-Technik-Check. Ihr wisst ja, wie immer, funktioniert der Ton? Könnt ihr mich sehen? Ist irgendwas ganz Komisches? Weil die Technik ist nicht so ganz mein Freund. Christoph, mach die Werbung aus. Moment. So, ich muss nur kurz mein... Ach ja, hier. Jetzt habe ich in der Heroes App nach meiner Skylight-Lampe gesucht. Das geht natürlich nicht. So, machen wir mal hier. Hoppla, falsches Aquarium. Das ist auch schlecht. Jetzt kommt die Nervosität. So, Stefan, jetzt hier, 100p, da. Jetzt habe ich es. Okay. Ist das die richtige Farbe? Ja doch, das sieht gut aus. Okay, da okay. Ah, so, Alexa liegt was? Nein, nein, die Alexa hat schon das Aquarium aufgedreht. Aber oh, die Alexa hat reagiert. Moment, Alexa, Aquarium 3 ausschalten. Es funktioniert einfach so, mega gut. Alexa, Aquarium 3 einschalten. Sie hat aber okay gesagt. Moment. Alexa, Aquarium 3 einschalten. Okay, na, zweiter Anlauf. Danke. Hat gut funktioniert. So, was habe ich denn hier? Einen neuen Aquascaping-Friend. Autex 28. Danke für deinen Support. Mega nice. Leute, ich habe richtig gute News, es gibt neue Technik hier. Ich muss mich da jetzt auch ein bisschen offenbaren. Ich habe mal wieder einen Namen vergessen, es tut mir furchtbar leid. Aber es war, ich muss ein bisschen ausholen. Es war ein Dude im Laden, also ein Kunde, der hat ein paar Fische geholt. Und der hat mir erzählt, dass er ein Stream Deck übrig hat und in den letzten Livestream mitbekommen hat, dass ich noch kein Stream Deck habe. Und er hat mir einfach angeboten, uns das zu schenken, weil er braucht es ja sowieso nicht, es verstaubt nur in seinem Keller. Und vielleicht bist du gerade da, das wäre nämlich mega gut. Ich habe nämlich leider deinen Vornamen vergessen. Und ich habe vorher schon nach dem Paket gesucht, in dem das Stream Deck war, das du uns geschickt hast, weil dort steht ja der Name drauf. Aber ich habe es leider nicht mehr gefunden, das ist mega peinlich. Also auf jeden Fall bin ich jetzt ein stolzer Besitzer eines Stream Decks und jetzt kann ich tatsächlich umschalten. Also jetzt kann ich mit dem Stream Deck, Moment, kann ich jetzt hier, ist das schlimm, wenn ich das zeige? Nein, das ist nicht so schlimm. Dann kann ich euch einfach so mit dem Stream Deck umschalten und es kann auch ganz viel anderes Zeugs, aber ich bin jetzt mal froh, dass es einfach funktioniert. Und auf dem Weg will ich sagen, herzlichen Dank, mein namenloser Freund. War sehr, sehr nett von dir. So. Tschüssi, schönen Abend. So. Das macht er nur, um uns zu ärgern. Ja, das stimmt natürlich. So, jetzt muss ich mal schauen, wer schon alles da ist. Ich habe gesehen, es sind schon relativ viele Leute am Start. Das ist verrückt. Der Thorsten ist da, der Rudi, der David, der Toxi, der Pachi. Servus, Pachi. Sitzt noch im Zug oder bist du schon zu Hause? Der Peter, der Jörg, der Eierbär. Bester Name überhaupt. Alexander, der Willi, der Marco, der Weller, der Pascal, Marco. Okay, viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue heute da. Der Robert ist auch wieder da. Servus, Robert. Der Sascha aus Düsseldorf. Sascha Balzer. Gibt es nicht auch eine Angelmarke, Balzer? Machen die nicht so Schnüre und Posen und so zum Angeln? Ah, die Anita ist auch da, der Hubert, der Mika. Redman ist auch da. Servus, Redman. So, oh, warte, noch ein neuer Aquascaping-Friend. Der Manuel Baumann. Oh, Moment, mein Handy ist doch laut. So, jetzt. Manuel Baumann, danke für deinen Support, ein neuer Aquascaping-Friend. Mega cool. Da habe ich gleich eine Frage. Bist du zufällig verwandt mit dem Adri Baumann? Ihr wisst schon, mit dem Aquascaper. Das wäre lustig, wenn ihr einfach so Brüder wärt. Oder vielleicht bist du sein Papa oder so. Oh, und der Frischhoff Michael ist seit 20 Monaten Supporter, Aquascaping-Nerd. Servus Michi, danke für deinen Support.
Mein Darkstart-Becken stinkt extrem. Ist das normal? Hat das mit dem Bakterienrasen zu tun? Also wenn das Becken stinkt, dann ist wieder Zeit zu duschen. Ganz wichtig. Und während dem Darkstart einfach Wasser wechseln. Wenn du viel Holz verwendest, dann kann das auch mal sein, dass das komisch riecht. Ist kein Drama. Kräftig Wasser wechseln, dann hilft das. So. Ne, wir sind nicht verwandt. Das wäre aber lustig. Könntest du einfach behaupten, so, ja, bin sein Bruder, Papa, wie auch immer. Wäre lustig. Okay, jetzt schauen wir mal rein in die Fragen. Ihr wisst ja, es gibt einen eigenen E-Mail-Account nur für euch. Für die Leute, die Fragen an den Livestream haben. Und ich habe schon überlegt, einen neuen E-Mail-Account zu machen dafür, aber ich finde den weiterhin sehr treffend tatsächlich. Fragen an liquidnature@gmail.com. Gut, oder? Liebe Pecorino, Grüße aus Radeberg, mein Favoriten-Livestream. Beef454, Grüße gehen raus. Pecorino. Falls ihr das nicht kennt, für alle Pasta-Lover unter euch, Pecorino ist der Käse, mit dem man... Na, wie heißt denn das schnell? Die weiße Sauce, ihr wisst schon, Speck in die Pfanne und dann Nudeln rein und dann ein bisschen Nudelwasser und Pecorino und am Ende ein Eidotter. Die weiße Spaghetti-Sauce, wie heißt sie denn? Oh, könnt ihr das bitte kurz mal in den Chat schreiben? Carbonara, oh Nils, danke, du rettest mein Leben. Natürlich, Pecorino ist der Käse für die Carbonara. Und generell ist Pecorino mindestens genauso gut wie Parmesan. Okay, jetzt kommen 17 Mal Carbonara, alle Pasta-Freunde. Perfekt. Stefan, ihr habt die Giros Universal in meiner Größe. In Deutschland alles ausverkauft. Es juckt in den Fingern zu bestellen. Was kann ich dagegen tun? Ich hätte gesagt, ich glaube, dann müssen wir kurz in den besten Webshop in Sachen Aquaristik. Mal, das war eine Steilauflage. Aqua One. On point, wunderbar. Schauen wir mal kurz. Achso, Moment, ich muss erst die Szene umschalten. Oh, hoppla, Login? Nee, Login wollen wir nicht. Wir machen hier liquidnature.at, so geht das nämlich. Natürlich akzeptieren wir Cookies, die können bei Liquid Nature ja gar nicht so schlimm sein, die Cookies. Moment, nee, das ist das falsche Fenster, hör auf. So, das ist das richtige Fenster. Ich setze mich mal dahin, so, ganz in die Ecke. Und... Es gibt auch tatsächlich News, was Produkte angeht, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so interessant. Aber diese Lampe, Giros WRGB Universal, ist ein Traum. Und, naja, okay, Moment, das ist vorrätig. Viel haben wir nicht mehr da. 3600er, 700er dürften nicht so gut laufen, da sind noch ein paar da. 800er, 3, 29er laufen auch nicht so gut. Die großen sind alle weg, ja, das ist schon schade. Aber, ich wieder auf den Standard umschalten. Herrlich. So. Aber ich habe da relativ viel vorbestellt und sobald ich einen Liefertermin habe, gibt es die als Community, nee, nicht als Community, als Vorbestellungsartikel, weil ihr könnt euch dann einfach die Länge, die ihr benötigt, sichern. Natürlich habt ihr auch einen Nachteil, ihr müsst in Vorkasse gehen, aber eine der Lieferungen gehört dann einfach euch. Dann kann es nicht passieren, so wie jetzt, dass die einfach in kurzer Zeit ausverkauft war, weil Leute, damit hat keiner gerechnet. Also, das war verrückt. Wir hatten nicht so wenig bestellt. Und es ist natürlich schön, wenn die schnell weggeht. Aber da die jetzt auch einfach erstmal nicht verfügbar war bei G-Heroes, ist das halt blöd, vor allem für euch, aber natürlich auch für uns. Ich würde gerne mehr davon da haben. Ja, na wie dem auch sei. So. Zurück zu den E-Mails. Hatte gestern auch bei Liquid Nature die Giros Universal nach Deutschland bestellt. Anke Scapes, gute Entscheidung. Du wirst sehr happy sein damit. Ich kann rüberfahren zum 600er. Wir können das machen. Ich habe ja hier einen transportablen Schreibtisch. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt über kein Kabel drüber fahre. Wow. So. Okay. So. Euch wieder meine Giro-Set. Oh! Und Aquascapes ist jetzt ab sofort auch ein Aquascaping-Friend. Vielen Dank für deinen Support. Danke, freut mich. Willkommen an Bord. Schaut mal in meiner Giro-App.
So, meine Skihose-App habe ich hier sogar extra ein Foto geknipst vom 600er. Dann kann ich das nämlich hier besser. Okay, jetzt habe ich es verschrien. Ich habe keine Geräte plötzlich in meinem 600er Aquarium. Da haben wir es Universal und noch eine Universal. So, jetzt. Dann gehen wir mal in den manuellen Modus der vorderen Lampe. Manuell. Und machen alle. Hat das eigentlich, das wollte ich auch mal fragen. Hat das wer verstanden mit diesen Presets? Also da gibt es ja diese verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Süßwasser, Nature, Strahlend, RGB, Buße voll anderer. Aber die schauen total komisch aus. Also benutzt die wer von euch, diese Presets? Also Strahlend ist zum Beispiel, das ist einfach, das kann ich hierher zeigen, oder? Ja. Das Grün reduziert und Weiß ist auch reduziert. Und was, Tonlauter? Moment. Wirklich? Kirsten! Ich kann auch lauter sprechen! Ton ist sehr leise. Wirklich? Moment. So, jetzt kann ich viel lauter reden! jedenfalls finde ich die Presets ganz eigenartig. Also ich mache immer einfach alle auf 100%. Das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut bei der Lampe. Und bei hinten machen wir das jetzt einfach auch. Manuell, alle auf 100%. Okay, und ihr schreibt auch schon, nö, das benutze ich nicht. Ton ist gut. Ja, ist gut, okay, passt. Was steht hier noch? Finde die Presets auch doof, mache immer eine eigene Einstellung. Ja, ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht damit gespielt. Aber natürlich, wenn man die Farben noch ein bisschen optimieren will, dann ist das selber einstellen immer eine feine Sache. So, jetzt sitze ich gerade blöd, ne? Moment. Das sieht doch schön aus. So machen wir das. Ne, so machen wir das. Da muss ich sagen, da muss ich den Tisch. Okay, das funktioniert nicht so richtig, ich sag's euch. Es ist doof mit dem Aquarium. Moment, ich kann das höher machen. Das ist gut. Warum ging das jetzt an? Man weiß es nicht. Naja gut, so viel dazu. Ich hätte eine kurze Frage. Darkstart mit oder ohne Twinster? Natürlich mit dem Twinster. Der Twinster reduziert ja die Keimdichte ebenfalls. Das ist eine feine Sache. Das 600er hat ja neue Pflanzen drin. Oh, das Roland. Richtig gut erkannt. Morgen kommen auch neue Fische. Also wenn man jetzt hier ergänzt tatsächlich Pflanzen, um den Schacht und die Strömungspumpe zu verstecken. Und hier drüben ebenfalls auf der rechten Seite hier. Und ich muss sagen, das gefällt mir jetzt noch besser. Davor war es ja sehr minimalistisch, jetzt ist es ein bisschen voller, aber ich finde es richtig nice, muss ich sagen. Und morgen, also normalerweise kommen die Tiere ja Mittwoch, aber weil am Montag Feiertag war, ihr wisst ja, Ostern und so, ist alles ein bisschen verschoben. Also heute kamen erst die Pflanzen, die normalerweise am Dienstag kommen, und morgen kommen die Fische. Und da sind auch Fische dabei, die hier dazu sollen. Und das wird eine Premiere für uns und da freue ich mich schon sehr darauf. Und da gibt es natürlich auch ein Video, machen wir wieder ein Fisch-Unboxing, weil morgen kommen ein bisschen mehr Fische als sonst. Okay, so, und jetzt muss ich mal einen Anfang finden für meine E-Mails. Hier, ich habe 51 E-Mails. Cool. Na gut, dann fangen wir einfach mal ganz unten an. Ich habe hier vom 20. März, das war der letzte Livestream. 20. März. Ja, das war noch am Abend des letzten Livestreams. Da hat der Nico ein Video geschickt. Nein, das müssen wir mal runterladen. Okay, ich sehe, das Aquarell hat doch eine andere Lampe bekommen. Da hat der Philipp sehr lichthungrige Pflanzen eingesetzt und das war dann nicht so ganz ideal mit der Setbeleuchtung. So.
Appell. Nico, ist dein Video safe? Kann ich das einfach so zeigen? Oder kommt da irgendwo was nicht Jugendfreies drin vor? Na gut, gehen wir auf Risiko, hätte ich gesagt. Ich kann es ja mit meinem Stream Deck wunderbar easy umschalten. Das ist so herrlich, ich kann es euch sagen. Also der Nico hat ein Aquarium, hat leider nicht dazu geschrieben, wie groß, aber wir schätzen das jetzt einfach mal. Das sind Skalare, die sind also gar nicht so klein, die Fische. Was würdet ihr sagen? Wie groß ist das Aquarium? Also ich würde sagen, ein Skalar ist so 10 cm, mehr oder weniger. Das heißt, das Aquarium hat ein Skalar, zwei Skalar, drei Skalare. 1,20 Meter, oder? Der Robert schreibt 120er bis 150. Der Pachi sagt auch 1,20, 50, 50. Ich würde auch auf einen 1,20er tippen. Ja, okay, schauen wir uns das mal an. Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Krasses, das irgendwie rumläuft mit der Kamera oder so, aber nö. Ist ein schönes Pflanzenaquarium, ne? Sehr minimalistisch dekoriert. Ich finde, da könnte ruhig ein bisschen mehr los sein, dekorationstechnisch. Aber ich sehe, hier ist auch ein bisschen Technik, die man nicht rausnehmen kann. Das hier dürfte so ein Technikschacht sein, oder? Wo das Wasser oben abläuft. Den hier würde ich ehrlich gesagt austauschen. Der ist mir zu groß einfach. Für einen CO2-Diffusor ist das halt ein Riesenteil. Die Pflanzenauswahl ist eigentlich richtig hübsch. Also ich finde, diese Limnophila sessiliflora hier hinten ist eine tolle Pflanze. Macht halt mörder viel Arbeit, die wächst wie der Wind, aber die sieht immer hübsch aus. Die Stängelpflanzen sind auch cool, die Rotala macandra ist richtig schön. Ich glaube, du könntest eine RGB-Lampe vertragen. aber ansonsten sieht das eigentlich ziemlich fresh aus. Abgesehen von den freien Bereichen, also der Soil pur, das gefällt mir nicht so gut. Ich finde ja generell, du könntest mit dem Pogostemon helferi, das hier sitzt, und den Kryptokerinen, die hier wachsen, so eine Mischung machen, weil du hast jetzt so ein bisschen wie so ein Hollandbecken, so Blumenbeete, hier ist ein Bereich dafür, da ist ein Bereich hierfür, der nächste Bereich ist dafür, und ich finde, das könnte gemischt sein, also zum Beispiel die Kryptokerinen hier aufteilen als Mittelgrund über die ganze Länge und das Pogostemon als Vordergrund ebenfalls über die ganze Länge. Ich glaube, das würde besser, attraktiver aussehen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Sonst sieht es richtig nice aus. Ich bin kein Fan von den Mickey Mouse Platys, aber wenn sie dir gefallen, dann sind das tolle Fische. So, jetzt machen wir mal hier wieder zurück auf die Standardansicht mit meinem Stream Deck. Habe ich schon erwähnt, dass ich jetzt ein Stream Deck habe? Ich bin sehr happy darüber. Dann hat der Yannick noch geschrieben. Zu meiner Mail vorhin mit den Grünalgensbecken steht seit 3 Monaten. Okay, das ging wohl den letzten Stream an. Das ist jetzt schwer. So, dann hatte ich hier noch vom Giuliano. Ui, der Giuliano hat spannende Algen. Dieses Algenthema, das wäre man nicht los, oder? Ah, da schaut, da schreibt schon jemand in den Chat, der Fabio. Hallo Stefan, meine Löcheres hat BBA, also Black Beard Algae, das ist eine Rotalge, auf einigen Blättern an den Spitzen. Soll ich diese Blätter an der Basis entfernen oder versuchen mit Carbo zu behandeln? Ich danke dir. Also ich würde sagen, dass du Eisenverdünger sparen solltest, ein bisschen mehr NPK-Dünger geben solltest, Mulm reduzieren im Aquarium und öfters den Filter putzen. Und ich glaube, genau das gleiche kann ich dem Giuliano sagen, denn er hat auch Rotalgen, und zwar eine Mischung. Das hier, was hier oben wächst, das ist wahrscheinlich Pinselalgen, kann man nicht so gut erkennen. Und das, was hier so eingekringelt ist, das sind Froschleichalgen. Die würde ich aber tatsächlich mit Easy Carbo töten, weil die sind mega nervig, wenn sie sich ausbreiten. Geht auch ganz schnell. Und dann sieht man hier, ich weiß nicht, Giuliano, bist du da? Falls ja, hier ist tatsächlich ein Problem. Also das ist Cyanobakterien, diese türkise Masse hier. Und wenn das so on top auf den Pflanzen wächst, dann ist Zeit für extra viel Stinkewasser. Also Special Blend, natürlicher Bakterienmischung, ist die beste Konkurrenz für Blaualgen oder Cyanobakterien hier. Und was man hier auch noch so ein bisschen sieht, sind grüne Punkte an den Scheiben. Das heißt, du könntest ein Ungleichgewicht haben zwischen Phosphat und Nitrat im Aquarium. Da musst du vielleicht auch ein bisschen kontrollieren oder nachbessern und davor halt einen großen Wasserwechsel machen. Ich hoffe, das hilft. Aber es schaut nicht so dramatisch aus. Es wird mal schnell wieder los.
So, hallo Stefan, ich habe auch etwas in deine E-Mail geschrieben, heiße Julian. Julian, falls es heute war, dann kommen jetzt noch circa 46 E-Mails oder 49 E-Mails vor dir. So, der Daniel schreibt noch. Hey, ich schaue jetzt schon seit einiger Zeit eure Videos und habe eine Menge Freude damit. Das freut mich. Wenn es dich freut, freut es mich auch. Super. Habe heuer ein neues Aquarium aufgebaut, das befindet sich aktuell im dritten Monat. Wie eine Schwangerschaft. So, ja, bin jetzt gerade im dritten Monat. Dünge aktuell vorsichtig mit dem Tropica Specialized. Leichte grüne Fadenalgen halten sich an der Scheibe und am Sand. Ist das noch der Einlaufphase geschuldet? Werte befinden sich alle im Rahmen. Was hält ihr generell vom Aufbau des Layouts? War jetzt 2 Wochen nicht zu Hause, deswegen ist ein dringender Rückschnitt notwendig. Ja, schauen wir uns das mal an. Daniel aus Kärnten, ein Österreicher. Sehr, sehr gut. Ich freue mich immer, wenn die lokale Community wächst. Oh, das schaut aber sehr gut aus. Der Daniel ist anscheinend ein talentierter Aquascaper. Ich will noch kurz die Bilder ordnen. Wie? Das ist das erste Bild. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Jetzt kann ich ja umschalten mit meinem Stream Deck. Ist das nicht herrlich? So, der Daniel hat ein... Was hat der Daniel für eine Aquariengröße? Das ist ein 100er, oder? Ein Meter. Was sagt ihr? Niemand schreibt die Größe dazu. Warum ist das so? Ich sag, das hat... 1 Meter breit, 100 Zentimeter, 50 hoch, 50 tief, 250 Liter. Das ist mein Tipp. Und es schaut sehr schön aus. Ich finde es ein bisschen bedenklich. Auf dem Bild sieht alles noch ganz freshy aus. Und es sind schon Fische drin. War das nicht ein bisschen schnell, Daniel? Aber sonst sieht es sehr, sehr gesund aus. Bin kein Fan von den Korkenzieherhaseln. Die enden nicht so schön. Aber auf den ersten Blick schaut es toll aus, wie sie sich da runterwinden. Ist da gut gelungen. Mir ist die Seite ein bisschen zu leer, also da ist zu viel ganz frei. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Steine, vielleicht auch eine Wurzel, die noch so rüber schlängelt hingelegt. Aber insgesamt ist es sehr, sehr schön. Achso, das ist ein Thermometer. Ich wollte schon fragen, was das hier ist. Okay, na, wenn du ein Thermometer haben willst, dann lass das drin. Schöner Diffusor, passt wunderbar. Der hätte im anderen Aquarium, mit dem von vorhin, mit diesem riesigen Diffusor, hätte der wunderbar ausgesehen. Fischauswahl ist auch toll. Schwarzer Phantomsalmler, einer meiner Favoriten. Leute, das ist so ein toller Fisch. Dann haben wir Keilfleckbärblinge, der beste Fisch für Aquascaping Contests, wenn es um das Foto geht. Der schwimmt einfach rüber, als hätte man den Foto geshoppt. Also es ist wirklich perfekt, wenn man die richtig scheucht. Und dann ist hier noch ein paar Microdevaria Kubotai. Die sehen ein bisschen blass aus. Also ich denke, die haben ein bisschen Stress noch in dem Aquarium. Und was, das liegt jetzt aber auch nur an mir, weil ich mag das einfach nicht so gern, ist diese strukturierte Wand im Hintergrund. Ich hätte eine Folie aufgetragen oder eine beleuchtete Rückwand. Aber so ist sehr schön. Man hat ein Update geschickt. So sah das später aus. Als er 2 Wochen auf Urlaub war. Und dann sieht man erstmal das Wuchspotenzial von Aquarienpflanzen. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist Hydrocotyle leucocephala. Ich glaube, indischer Wassernabel heißt das auf Deutsch. Mega krass, wie das eskaliert ist. Und die Schwimmpflanzen, das ist Phyllanthus fluidans, die schwimmende Wolfsmilch. Das ist voll, ne? Also da merkt man auch, wie sehr das abdunkelt. Achtet jetzt mal drauf, wie dunkel das Aquarium ist. So sah es gerade noch vorher aus. So ist es, also ich denke, das Licht ist gleich hell, ne? Ist die gleiche Lampe. Aber hier ist einfach finster in dem Aquarium und hier ist gleißend hell. Verrückt. Man hat ihn auch so eine Seitenansicht geschickt. Das ist wirklich sehr akkurat bepflanzt. Die Rhodala Bonsai, das ist Bacopa salzmani, das rote Fettblatt. Dann das hier müsste sein, ganz normal, Rhodala rotundifolia green, Rhodala hara, korrigiere mich, falls du da bist, falls ich da falsch liege. Das könnte, nee, Moment, das ist Rhodala rotundifolia, das ist die hara und das ist die Rhodala green. Dann haben wir die Walichi. Hier ist eine schöne Echinodorus. Ich würde mal auf eine Argentinensis tippen.
sehr, sehr schönes Aquarium. Ich würde da gar nichts ändern, außer vielleicht ein paar Steine auf den Sand und vielleicht ein bisschen weniger Sand. Du hast richtig viel aufgeschüttet, ist gar nicht notwendig. In deinem Fall ist der Sand ja wirklich nur für die Optik da. Der Säul ist ja sowieso hinter der Barriere, da wo die Pflanzen wachsen. Das heißt, vorne würde auch ein Drittel vom Sandbelag total ausreichen, damit du den optischen Effekt hast. Und dann gammelt ihr einfach weniger am Sand. Falls meine Frage heute drankommt, kann es gerne auf Deutsch beantworten, habe auf Englisch geschrieben. Samantha, danke, ich werde das machen. So, dann hat der Nico geschrieben, der Nico Springer. Ich wollte einmal mein Aquascape präsentieren. Das Layout stammt vom Philipp, er hat es zusammengestellt. Das Becken läuft seit über einem Jahr. Ich bin super zufrieden. Der Sand müsste mal getauscht werden. Was ist deine Meinung dazu? Und was kann ich gegen die vielen Posthornschnecken machen? Grüße aus Norddeutschland. Oh, das schaut sehr schön aus, ja. Auch der Nico hat keine Maße dazu geschrieben. Nico, mein Lieber, bist du da? Immer diese Maße. Die muss ich dann immer aus den Fingern saugen. So, gehen wir mal in die Reaction-Ansicht mit dem Stream Deck. Vielen Dank nochmal, dass wir das zugeschickt bekommen haben. Das ist extrem aufmerksam. So, der Nico hat ein wunderschönes Aquarium. Ich tippe auf ein 45F. Was sagt ihr? 45F. LG aus dem 4. Copypasta. Grüße aus dem 13. Der Nico hier. 60 cm, 18 hoch, 30 tief. Also ein 60F. Der Michi hat es gewusst. Sehr, sehr schönes Aquarium. Aber Nico, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Gerät? Das kenne ich nicht. Das sieht ja ein bisschen aus wie Lego, oder? Ist das ein Lego-Teil? Keine Ahnung. Es ist jedenfalls weird. Dann, warum kommt hier noch ein Schlauch? Was ist das hier? Das weiß man nicht. Okay, aber das Aquarium an sich, mega hübsch. Posthornschnecken. Wenn du das nächste Mal in Wien bist, nimmst du uns die einfach mit. Die nehme ich dir gerne ab. Die schauen richtig schön aus, blaue Posthörner. Ein paar kleine Thylos hast du auch schon drinnen. Die Garnelen vermehren sich gut. Pflanzen schauen gesund aus. Sehr, sehr schön. Ich würde da gar nichts ändern, sage ich dir. Never change a winning team. Nachfüllautomatik vom DD. Ah, eine Nachfüllautomatik. Okay, spannend. Okay, warum nicht? Nachfüllautomatik hatte ich noch nie, glaube ich. So, dann haben wir vom Onur. Hallo Stefan, ich betreibe das Hobby jetzt seit letztem Sommer, habe derzeit keine Frage, wollte mal nur mein Dental Escapers Tank 70 zeigen und hoffe, er gefällt allen. Anbei ein Foto. Wahrscheinlich gibt es den Stil schon, aber ich nenne das einen Dutquascape. Dutqua? Dutch? Qualle? Escape? Okay. Danke für das Teilen eurer Erfahrungen. Definitiv ein besserer Webshop als Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das lese ich jetzt nicht vor. Danke jedenfalls für dein Feedback, sehr nice. Schauen wir uns das mal an, das Dutqua Aquarium. Okay, also ich verstehe, warum Dutch mit reinkommt, weil du machst auch Büschchen. Sieht sehr hübsch aus. 70er Becken. Guppies, ich sag's dir ehrlich, Guppies sind nicht meine erste Wahl, aber sind schöne Fische, warum nicht? Außenfilter, nicer Diffuser. Was ist denn das hier? Ach so, das ist Süßwassertang, oder? Der liegt hier einfach oben drauf, jetzt verstehe ich das. Ich dachte mir gerade, was hat der denn für Stängelpflanzen? Aber gut, das ist Süßwassertang, der hier einfach on top liegt. Hier ist ein bisschen Amania Golden, auch nice Pflanze. Die Kryptokyrene Flamingo wächst gut. Die Garnelen vermehren sich gut bei dir. Sehr, sehr nice. Und ich finde auch das hier, das habe ich selber, ich glaube, ich habe das auch noch nie gemacht. Aber das ist eine super nice Idee. Also Flame Moos als Hintergrundpflanze zu verwenden, ist einfach eine gute Idee. Das sieht immer gut aus. Sehr hübsch. Aber dein Wasser hat so einen leichten Gelbstich. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist.
Ich würde da vielleicht entweder einen großen Wasserwechsel machen oder Purigen in den Filter geben. Aber sehr schönes Aquarium. So, was habe ich denn hier überlesen? Wenn ich gestern etwas in deine E-Mail geschickt habe, werde ich dann noch drankommen. Sergej, ich hoffe, ich werde mich extrem beeilen. Ich mache es ganz, ganz schnell. So, ich habe hier die Stingray Connection. Hallo Stefan, welche Steine würdest du empfehlen? Aquarium ist 3 Meter mal 1 Meter mal 80. Also ein Nano-Aquarium sozusagen. Ein Baby. So, hier, herunterladen. Das ist einfach ein ganzes Wohnzimmer. So, von solchen Aquarien träumt man normalerweise in der Größe. Wunderbar, wunderbar. Hier. Anscheinend hat der junge Mann oder die junge Frau, da stand es nicht dabei, viel Platz. Denn dieses Aquarium wirkt jetzt hier gar nicht so groß. Es ist 1 Meter tief. Das heißt, wer ist gut in Mathe? 3 Meter mal 1 Meter ist 3, 80 cm hoch, 2400 Liter. Krasses Teil. Und hier ist auch mein bester Freund, The Groot. Wer kennt Guardians of the Galaxy? Ich denke, jeder kennt das, oder? Super krass. Die Wurzeln schauen auch lustig aus. Ich glaube, das ist Korkeiche, ne? So Tronchos. Habe ich auch schon überlegt, aber die haben so viel Auftrieb, die schwimmen immer. Aber sehr schön. Steine, wenn es rochen werden sollen in dem Aquarium, Ich würde was Flüssiges eigentlich. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich würde Dark Blue Sky Rocks nehmen. Dark Blue Sky Rock. Den hier. Das ist so eine Flussschiefer-Variante. Und genau, das ist ein tolles Foto. Pachi, wunderbar. So sehen die trocken aus, aber unter Wasser sind die fast schwarz. Und sind halt alle flach, haben diese Schiefer-Optik. Aber trotzdem sind sie rundlich. Ne? Also das finde ich ist so ein guter Brückenschlag. Die sind rund, die sehen nach Fließgewässer aus. Aber sie sind trotzdem so strukturreich, dass sie nicht langweilig aussehen. Und ich finde, die würden richtig gut passen. Ah, lieben Gruß Ronny. Also der junge Mann, nicht die junge Frau. Außer Ronny ist ein Unisex-Name, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, dann habe ich hier vom Adrian. Ich habe das Gate neu aufgebaut. Siehe Bakterien auf den Wurzeln. Jetzt wird langsam der Sand etwas grün durch Algen. Was kann ich dagegen machen? Will den Anfängen wehren. Okay. Schauen wir mal. Adrian hat auch keine Masse dazu geschrieben. Ist das ein großes Aquarium oder ist das ein kleines Aquarium? Das sieht mir nach einem kleinen Aquarium aus. Da würde ich sagen, das ist ein Scapers Tank 35 von Daniel, oder? Was sagt ihr? Also Adrian, ich sehe da gar keine Algen. Das ist ein bisschen grün, da macht man gar nichts. Abwarten, Tee trinken. Du bist der Erste, den ich sehe, der tatsächlich diese Plant Pins verwendet. Ich habe mich immer gefragt, wer das kauft, aber anscheinend kaufen das Leute. Und ist das praktisch? Adrian, bist du im Chat? Die muss man doch nachher wieder rausholen, oder? Da nimmt man die Pflanze nachher doch mit raus. Ich weiß nicht. Das Hardscape, finde ich, schaut sehr nice aus. Drachenstein, hübsch aufgebaut. Das gefällt mir nicht so gut, wenn ich vorne Soil und Sand gemischt habe und wenn es nicht ganz gerade ist. Das ist mein eigener Spleen. Aber ich finde, das schaut sehr nice aus insgesamt. Die Technik, die sollte noch verschwinden. Also die Pflanzen sollten das noch verdecken. Und er hat es eh selber in der Mail dazu geschrieben, die sind falsch. Also die müssen nebeneinander sein, damit du ein gutes Strömungsbild hast. Jeder, der nicht weiß, was ich meine, der kann sich ja den Stream von vor 2 Wochen ansehen. Da habe ich eine extrem professionelle Skizze mit Paint gemacht, ja. Also ich bin ja freiberuflich Paint-Künstler und ich kann das extrem gut. Also das war super professionell und da hat sich jeder ausgekannt und das war sehr akkurat. So, dann habe ich hier noch von Daniel. Ich habe vor kurzem 60p bei euch erworben und letztes Wochenende bepflanzt. Deswegen wollte ich dich um deine Meinung bitten.
Danke schon mal und erfolgreichen Stream noch. Liebe Grüße, Daniel. Na, dann schauen wir mal rein in dein 60p. Das wird dann wohl ein Liquid Garden sein. Eine gute Wahl, Daniel. Wirklich. So. Fette Wurzel. Ja, sehr, sehr, sehr schön sieht das aus, aber es ist natürlich noch ein junges Aquarium. Ne? Also, die Pinna Defida, die wirst du noch verfluchen. Ich sag's dir. Die wächst wie der Wind. Die wirst oft schneiden. Aber sobald die hier oben rauskommt, wird das richtig nice aussehen. Bei den Putzen drücke ich dir die Daumen, dass der Bakterienrasen sie nicht dahin rafft. Das ist ja manchmal so eine Sache. Der Bodendecker, ja klar, der muss jetzt mal zuwachsen. Der Lotus ist eine gute Idee, den musst du halt immer wieder schneiden. Und im Hintergrund sieht man jetzt leider noch kaum etwas. Hier ist eine kleine Rhodala Wallichii, hier ist ein bisschen Myrophyllum Guyana. Das wird später toll aussehen. Jetzt sieht es natürlich noch nicht so toll aus. Der Rest ist sehr schick. Jetzt heißt es mal abwarten, Tee trinken und nicht vergessen. Wasser wechseln stört das Aquarium nicht. Kann man so viel machen, wie man will. Special Blender Nitro 2 ist ein großer Helfer. Gerade am Anfang, also der erste Monat ist schon so eine wackelige Zeit. Das ist immer mega nervig, wenn da was nicht läuft. So, dann habe ich hier eine E-Mail von Google. Haben Sie am Karfreitag geöffnet? Ja. Ja, wir hatten geöffnet letzte Woche. Ach ja, übrigens, ich habe da noch eine Frage. Muss ich das kurz zeigen? Google-Rezensionen, ihr wisst ja, ich gehe da öfters drauf ein, weil ich mega happy bin mit unserem Ranking. Wenn wir da jetzt Liquid Nature eingeben, dann sieht man hier unglaubliche 5,0 Sterne, was wirklich krass ist. Bei 486 Bewertungen. Und Leute, das ist mega wichtig für ein Unternehmen und das ist ganz, ganz toll, dass ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst. Super cool. Freut mich sehr. Danke dafür. Aber glaubt ihr, wir kriegen das hin, dass wir die fehlenden 14 Bewertungen für die 500 Google-Rezensionen vollkriegen während des Livestreams? Das wäre... Also wäre natürlich blöd, wenn jetzt 14 Ein-Stern-Bewertungen kommen, aber grundsätzlich wäre das mega nice. So, dann habe ich hier noch jemand, heißt Balzer hier, der Sascha Balzer. Das ist vielleicht der Inhaber von der Angelfirma. Ich habe vor kurzem meine Aquaristik-Ecke um ein Aquarell Ultrascape 90 erweitert. Eine gute Wahl, schönes Maß. Foto im Anhang zeigt das vorübergehende Aquarium. Endgültig eingerichtet, da In- und Ausflussschläuche noch ausgetauscht werden, wird es erst nach meinem Umzug. Besatz wurde übernommen. Was, du hast jetzt das Aquarium aufgebaut und ziehst jetzt demnächst um? Das ist ja schlechtes Timing, Bro. Das ist ja richtig viel Arbeit, mit so einem Aquarium umzuziehen. Leider bin ich trotz Düngung und CO2 mit dem Pflanzenwuchs nicht wirklich zufrieden. Deshalb nun meine Frage. Welche Lampe würdet ihr an eurem 90er verwenden? Und welche Lampe könnt ihr als eine Low-Budget-Lösung empfehlen? Besten Dank und hoffe, es sind die 100 Mitglieder bereits erreicht. Ja, tatsächlich sind die 100 Mitglieder erreicht, was auch mega krass ist. So, dann schauen wir mal rein in das Aquarium vom Sascha. So. Oh, okay, da ist schon richtig viel Besatz auch drin. Was haben wir hier? Zwergfadenfische, Honiggouramis, Neons, blaue Neons, Otocinclus. Boah, ist das jetzt noch ganz frisch und da ist schon alles drin. Das ist schon mutig. Hier unten wachsen schon ein bisschen... Sind das Algen oder ist das der Bodengrund? Weiß ich nicht. Aber Bodendecker scheinen schon auszutreiben. Das Marcellia hat sich schon verbreitet. Im Hintergrund wächst noch nicht so viel. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute Idee ist. Also das mit der Monstera, das schaut natürlich cool aus. Aber bitte denkt dran, dass das natürlich trotzdem viel Schatten wirft. Also diese großen Monstera-Blätter, auch eine starke Lampe, leuchtet dann nicht durch. Das heißt, auch wenn du die jetzt austauscht gegen eine stärkere Lampe, ist es unter der Monstera trotzdem erstmal schattig. Ich weiß nicht, ob das eine super Idee ist, wenn du bodendeckende Pflanzen einsetzt. Wenn du drumherum Sand hättest, so ein Insel-Layout, dann wäre das vielleicht kein Problem. Aber so ist, glaube ich, nicht ganz ideal. Dann hätte ich noch einen Tipp für dich. Ein Filter hier, ein zweiter Filter da drüben. Erstmal richtige Wahl. Aber dieser
Also erstens muss der neben dem sein, ihr wisst ja, die müssen nebeneinander sein. Und diese Spinpipe ist hier, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Da wäre so ein normaler Outflow, so wie hier, besser. Und den CO2-Schlauch würde ich gegen einen druckfesten CO2-Schlauch tauschen. Die sind aus Kunststoff, sind sehr weich. Das ist immer unpraktisch. Aber bei der Lampenfrage, also leider ist es echt so, dass ich bei einem 90er von Juwel, das ist ja 60 cm tief, also so viel circa, nicht so viele Lampen eignen. Also das ist halt einfach viel Volumen. Deswegen haben wir auch die WRGB Pro aufgehängt. Die ist natürlich teurer als die normale WRGB oder die WRGB Slim, aber es ist deutlich stärker. Es lohnt sich schon in dem Fall. Oder, wenn das Budget jetzt schon egal ist, dann kann ich dir noch eine Lampe zeigen, wenn wir schon dabei sind. Schauen wir mal kurz wieder in den besten Webshop in Sachen Aquaristik. Hyperspot. Und diese hier. Hyperspot F. Die Medium würde ich dann nehmen. Aber die ist halt nochmal deutlich teurer als die WRGB Pro. Deswegen würde ich ehrlich gesagt zur WRGB Pro kurzer Sprechdurchfall. Zur WRGB Pro greifen. So, schwieriges Wort. Gut. So, dann habe ich hier eine ellenlange E-Mail. Moment, wer hat denn da geschrieben? Okay, der Walter Albrecht hat geschrieben. Ich verfolge nun schon seit einiger Zeit eure YouTube-Videos und bewundere und schätze eure Arbeit sehr. Bitte weiter so. Dankeschön. Bin auch froh, dass nun ein österreichisches Team, sogar ein Wiener Team, entdeckt zu haben, da ich bis dato nur deutsche YouTube-Kanäle und Aquarien vorrangig kannte. Sehr fein, ich freue mich, euch gefunden zu haben. Um was geht's konkret? Ich habe vor 5 Jahren in der Aquaristik als blutiger Anfänger begonnen, betreut von einer provinziellen Zufachhandlung in meiner Heimatgemeinde. Vieles wusste ich damals nicht, vieles habe ich falsch gemacht. Das kennt ihr sicher. Ja klar, das gehört auch ganz, gehört dazu. Das ist so. Rausgekommen ist dann ein eher sehr langweiliges 42 Liter Gesellschaftsaquarium, siehe Foto. Ja, muss man gleich runterladen. So. Welches ich leider aus technischer Sicht unter extrem widrigen Bedingungen betreiben muss. In meiner Heimatgemeinde im Gavenstal, ihr kennt ja das G3 in Gerasdorf, das ist nochmal 10 Minuten weiter, keine Sorge, ich kenne natürlich das Gavenstal, haben wir Betonwasser, also fast 30 Grad Gesamthärte, was meinen Haushalt zum Einbau einer Enthärtungsanlage zwang. Leider keine Osmoseanlage, sondern eine solche, die das Wasser mittels Salz, also Natrium, enthärtet. Das denkbar schlechteste Wasser, das für die Aquaristik verwendet werden kann. Okay, du hast dich schon selber informiert, das finde ich erstmal sehr gut. So, dementsprechend schauen auch meine Pflanzen aus. Ich habe ausschließlich Echis, die ich mit Düngetabs im Boden dünge. Und Hornblatt, das in so einem Mistwasser auch noch am ehesten klarkommt. Leider fehlt mir die technische Möglichkeit, die Enthärtungsanlage zu umgehen oder gar eine Osmoseanlage zu installieren. Jetzt kommt ein Aber. Aber ich plane mittel- bis langfristig mir ein großes über 1000 Liter Aquarium von Brillant in Deutschland Maß fertigen zu lassen. Für einen adäquaten Betrieb eines Beckens würde ich dann in weiterer Folge auch die technische Möglichkeit erschaffen, sprich die Entnahme von Leitungswasser vor der Enthärtungsanlage und dieses dann durch eine Osmoseanlage schicken. Geplant ist dann aber nicht mehr ein langweiliges Gesellschaftsaquarium, sondern das Ganze soll schon in die Richtung Aquascape gehen, und zwar so in etwa wie das ihr im G3 eingerichtet habt. Das freut mich, dass du dieses Video auch gesehen hast. Das hatten wir doch schon. Das hatten wir schon. Das ist eine alte Mail. Er hat es einfach nochmal geschickt. Die Mail ist vom
20.03. Das hatten wir. Ja, stimmt. Das hat, Leute. Leute, das hatten wir schon. Servus. Walter. Servus, Walter. Walter ist hier da. Ach so, und, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum es mir nochmal angezeigt wurde. Du hast eine zweite Mail geschrieben und der Thread rutscht damit wieder nach oben in meinen E-Mail-Ordner. Das ist ja dumm, das muss ich abschalten. Okay. So, Mensch, der Stefan bekommt in die Jahre. Ja, ja. Also der Stefan hat ein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe heute gefrühstückt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ist furchtbar. So, der Walter hat geschrieben, vor 13 Tagen, also nach dem letzten Livestream. Ich danke dir herzlich für die Beantwortung meiner Fragen im letzten Livestream und sorry nochmal für den vielen Text. Gut, dass ich ihn einfach zweimal vorgelesen habe. Ja, und der Holger schreibt doch schon, Alzheimer lässt grüßen, Moment. Wo ist der Chatbot? So, da wird jetzt weggebannt. Nee, wie heißt das nochmal? Ach verdammt, ich weiß nicht mal, wie mein Chathelfer heißt. Ihr wisst schon, das auslose Tool. Nightbot, so heißt der. Ach Gott, nein, jetzt wirklich, die Gehirnwindungen sind alle verkalkt. Das ist furchtbar, ich muss auch mehr Osmosewasser trinken. Apropos, ich hole mal schnell einen Krug Osmosewasser. Das ist ja furchtbar. Der Stefan, der merkt sich einfach gar nichts. Oh, ein bisschen ausgeschüttet. Nicht so schlimm. Okay, Moment. Jetzt mal kurz hier. Wer hat das geschrieben mit dem Alzheimer? Hier, der Holger. Da, so, Holger, vorübergehend blockieren? Ah, das wäre zu gemein, oder? Nee. Nein, Holger, du bekommst doch eine Abmahnung. Tu. So. jedenfalls hat der Walter dann noch geschrieben, dass er auch Aquarien Mars angefertigt baut, wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass das 600er Highline das größte Becken wäre, das ihr anbieten könnt. Dann werde ich mich, wenn es soweit ist, vertrauensvoll an euch wenden und dann planen wir das gemeinsam. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Und dann hat er noch dazu geschrieben, 75 Euro die Stunde, schrecken mich nicht, das passt für mich. Bis bald und liebe Grüße, Walter. Also sorry, Leute, für dieses kurze Replay von vor 2 Wochen. Sorry, passiert manchmal. Walter, das machen wir gern, kein Problem. So. Okay, der Daniel hat auch geschrieben, Fragen zu einem außergewöhnlichen Anfängerprojekt. Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Ist der Daniel da? Daniel Kielhorn, außergewöhnliches Anfängerprojekt, ganz, ganz schlecht. Was schreibt ihr da? 2 fehlen noch zu 500? Moment, stimmt das? So schnell ist das jetzt gegangen? Tatsächlich. Das ist ja crazy! Schaut sich das an. Hier steht 5 Sterne mit 500 Bewertungen. Schauen wir mal, welche Wahnsinnigen hier einfach so... kann ich das googeln? Kann ich das irgendwie sortieren? Die neuesten zuerst oder so. Nee. Na toll. Wie sehe ich das jetzt? Das ist vor 3 Monaten. Kann mir da eben kurz jemand helfen? Wie macht man das? Okay. Ich sehe jetzt nicht... Nee, ich will abgemeldet bleiben. Ich sehe jetzt einfach nicht, wer das jetzt geschrieben hat. Das ist ja mega dumm. Also ich würde mich jetzt gerne bei Google beschweren. So. Aber jedenfalls vielen Dank an euch. Also das ist... Dankeschön. Das ist sehr, sehr aufmerksam. Und wir haben auch einen neuen Aquascaping-Friend. Mella Soma. Servus. Vielen Dank für deinen Support. Freut mich sehr. Willkommen an Bord. So, jetzt zurück zu dem außergewöhnlichen Anfängerprojekt. Vom Daniel. Ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also außergewöhnliche Anfängerprojekte, das ist dann meistens so mit, ja, ich mache jetzt ein Self-Sustaining-System irgendwie so und dann total schwierig. Hallo Liquid Nature, ich heiße Daniel und bin fasziniert vom Aquascaping.
So weit, so gut. Ja. Ich verfolge schon seit längerem deine Videos bei YouTube. Allerdings muss ich sagen, sind für mich als Anfänger auch sehr viele Informationen richtig. Die Informationen sind wichtig, aber viel und hin und wieder etwas verwirrend. Das kann ich mir vorstellen. Für mein Projekt, was ich gerne als Anfänger starten wollen würde, sollte das Aquarium nicht allzu groß sein und für meine bescheidenen Verhältnisse vielleicht auch nicht allzu viel von meinem bescheidenen Budget verzehren. Ich habe ein Becken gesponsert bekommen von einem meiner Kunden, bin beruflich Mediengestalter, digital und print. Okay. Mein Kunde möchte gerne eine Vollansicht eines Aquascapes auf eine Tasse gedruckt bekommen. Ich persönlich würde ihm und mir eine Freude bereiten, indem ich ein eigenes Aquascaping-Aquarium gestalte, welches ich dann mit Bildern ablichten kann. So habe ich für meine Freude am Aquarium und der Gestaltung und meinem Kunden eine bedruckte Tasse. Okay. Ich habe mit ihm persönlich über mein Vorhaben gesprochen und er fand es eine super Idee. Drum hat er mir jetzt ein 40x25x25 Aquarium zukommen lassen. Ich wollte dich mal fragen, weil ich dich richtig klasse finde, ob ich mir bei dir Tipps und Tricks ausleihen darf, um dieses Projekt zu meistern. Würde gerne dieses durch Bilder oder auch, wenn möglich, durch kleine Videos festhalten. Gerne auch, wenn die Einfahrzeit durch ist, gerne ein Video vom Aufbau sowie Sequenzen der Einfahrzeit. Okay. Ein YouTube-Projekt, willst du da was machen? Ich habe dein Video mehrfach gesehen, wo du mitgeteilt hast, dass man ein Aquascape auch ohne CO2-Anlage betreiben kann. Schön würde ich es finden, wenn du mir ein wenig Unterstützung in Form von Tipps zu Pflanzen und eventuell Düngern und so geben könntest. Kann man denn auch ein Tier, auch Tiere Innenbecken ohne CO2-Anlagen hineintun oder nicht? Okay, also Daniel, ich lese jetzt gar nicht weiter, weil es geht tatsächlich noch weiter. Ja klar, also das ist ja unser Job, wir machen ja sehr beruflich. Wir helfen euch mit den Aquarien. Ne? Das ist ja so als Händler Teil unserer Job Description. Also natürlich machen wir das, das ist überhaupt kein Problem. Du gehst da jetzt sehr allgemein auf das Thema Tipps geben ein. Ich weiß jetzt nicht so richtig im Detail, was du damit meinst, weil ich denke, das tun wir ja vor allem jetzt mit den Videos. Geben wir ja Tipps für einfache Pflanzen, für einfache Aquarientechnik, für den Bodengrundaufbau, für die Dekoration. Also es sind schon viele Tipps einfach verfügbar, die kannst du dir jederzeit ansehen. Wenn du dann noch mehr Hilfe benötigst, dann schreib uns doch eine Mail für einen Hardscape-Vorschlag, das ist überhaupt nicht kompliziert. Dann schlagen wir dir gerne eine Dekoration vor. Aber bitte informier dich davor ein wenig selbst. Das geht am einfachsten, denke ich, auf YouTube. Gehst einfach in unseren Kanal, suchst du die Playlist raus und dann, oder sollen wir das, wir machen das kurz zusammen, dann weiß es wirklich jeder. Also wir gehen auf eine Website, youtube.com, und ich glaube, wenn man /liquidnature macht, dann kommen wir gleich. Ja, natürlich akzeptieren wir hier YouTubes Dinge, natürlich, schau, hier sind wir schon. Und dann gehst du auf den Reiter Playlists und dann findest du zu vielen Themen eine Videoserie. Und ich glaube, das hilft dir gerade als Anfänger besonders viel. Dann haben wir zum Beispiel Aquarium Bodengrund. Da kannst du dir richtig viele Infos reinsaugen. Dann haben wir hier Algen im Aquarium. Da gibt es richtig viele Infos für den Anfang. Aber vielleicht ist als Basic am geschicktesten, wenn du dir eine Serie eines Aufbaus anschaust. Das heißt zum Beispiel jetzt, wo hatten wir denn hier? Das Oasis Gepalinen 100. Dann gehst du mal hier. Hallo Leute, herzlich willkommen. Und dann siehst du schon, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Aquarienvideos zu diesem Aufbau. Das heißt, wir fangen an mit dem leeren Glaskasten und wir enden hier. Und auf diesem Video schaue ich bedeutend jünger aus als jetzt. Was ist denn da los? Von wann ist denn das? Das ist 2021. Das ist leider ein Downgrade, oder?
Ich finde schon. Und ich kann mich auch so hinsetzen. Naja, ist noch okay. Furchtbar, wenn man alt wird. Okay. Und ich denke, da findest du am meisten Infos. Ja. So. Dann habe ich hier vom Robert. Es ist eigentlich keine Frage, sondern Fotos vom Biomaster umbauen. Es ist deine Entscheidung, ob du die E-Mail vorliest und die Bilder hier zeigst. Ich glaube, es ist jetzt schon zu spät, um zurückzuziehen. Ich habe die Deckelplatte und das Vorfilterrohr vom Biomaster ersetzt, das Vorfilterrohr mit einem Stufenbohrer zusätzlich weiter gebohrt. Das verwendete Werkzeug war ein Kreuzschraubenzieher, ein Pinsel, eine Zahnbürste, ein Microblift-Gelfilter und alte Geschirrtücher. Lustig, dass du den Microblift-Gelfilter als Werkzeug betitelst. Die alte Deckelplatte ist mit 4 Schrauben befestigt, die neue mit 6 Schrauben. Wie die Bilder zeigen sollen, ist der Umbau gleich dazu benutzt worden, den Filterkopf gründlich zu reinigen. Das ist übrigens der Filterkopf von Biomaster Thermo 600. Grüße an den Laden! PS, ich übernehme keine Verantwortung, wer seinen Filterkopf umbaut und reinigt. Okay. Und PPS, Stefan, ich habe einen Akkuschrauber mit Drehmoment verwendet, beim Aufschrauben mit Stufe 1 begonnen. Verwendet nie bei sensiblen Teilen einen Akkuschrauber. Das kann so schief gehen. Mal kurz auf die Einstellungen vergessen und zack, bumm, Schraube ausgebrochen und schon ist einfach das Teil kaputt. Mega nervig. So. Okay. Also, das, was uns der Robert hier zeigen will, ist das Umrüsten des Oase Biomaster Filters von der Version 1.0 zur aktuellen Version 1.1. Das hier ist der Filterkopf seines alten Biomasters mit der alten Deckelplatte. Das sind die neuen Vorfilterrohre von Oase. Und das ist die neue Deckelplatte. Und aufgebaut hat er leider kein Foto geschickt, aber ich kann euch das kurz im Webshop zeigen. So kann man jedenfalls seinen Biomaster aktualisieren. Ja, wir wollen ein eigenes Produkt noch dazu erstellen, das dann quasi ein Set beinhaltet. Aber ich zeige es euch jetzt mal so. Oh, und wir haben einen neuen Aquascaping-Friend. TK, danke für deinen Support. Herzlich willkommen an Bord. Freut mich sehr. Schauen wir jetzt mal kurz in den besten Webshop in Sachen Aquaristik und gehen... Müsste das noch im Neu? Ich glaube, es ist noch im Neubereich. Ein unglaublich schönes Aquarium. Cube Garden Superior. Ein Traum. Mit einem Horrorpreis, aber ein wunderschönes Aquarium. Okay, es ist nicht in der Neukategorie, das ist natürlich schlecht. Wie finde ich das denn jetzt? Vorfilter. Ich denke, damit könnten wir Erfolg haben. Ja, hier ist das neue Vorfilterrohr. Das ersetzt einfach das alte Vorfilterrohr, das man ja selber aufgebohrt hat, wenn man smart war. Und hier ist es ganz einfach schon von beiden Seiten gebohrt. Und dann haben wir die Deckelplatte, die neu ist. Und die hat tatsächlich zwei Aufgaben. Das eine ist nämlich, sie soll ein laufruhigeres Fließgeräusch erzeugen. Das heißt, der Filter sollte ein wenig damit leiser werden. Wobei hier schon gefragt wird, wird der Filter da doch leise? Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass der Unterschied wie Tag und Nacht dadurch zustande kommt. Aber es wird besser, vor allem die Entlüftung. Also durch die Form der neuen Deckelplatte, dass das so zuläuft, kann der Filter einfach besser entlüften. Und das ist tatsächlich ein großes Upgrade. Und das sind halt 9,90 € für die Deckelplatte und 3,90 € für das Ansaugrohr. Echt ein fairer Preis. Finde ich mega nice. Das war also da bei den Ersatzteilen fair ist. Ja, ist schon wichtig. So, dann haben wir hier. Macht ihr dazu ein Video? Ja, wir werden dazu ein Video machen, aber ich will mich immer ein bisschen zurückhalten mit diesen Technik-Review-Videos, weil Leute, es ist so langweilig. Also es ist nicht nur für euch langweilig, wenn ihr euch das anschaut, sondern es ist auch für mich langweilig, da so mit ein bisschen Technik rumzuspielen und dann ewig lang vor der Kamera zu sagen, ja, und dann schraubt man diese Schraube rein, und dann schraube ich die rein, und jetzt schraube ich diese Schraube rein, und es ist halt...
ein langweiliges Thema. Und ich weiß, diese Videos haben immer wenig Zuschauer und das ist okay, aber mir machen die auch wenig Spaß. Dementsprechend mache ich die nicht so oft, weil ich würde eigentlich auch gerne ein Video über den Chihiros Druckregler machen. Das ist der erste, den man mit dem Handy, also mit der Chihiros App ein- bzw. ausschalten kann. Das ist ein Doppelkammer-Druckregler. Man kann ihn erweitern, er ist preiswert, das ist mega nice. Das ist wirklich ein cooles Teil, aber ein Video darüber zu machen, ist auch schon wieder ein bisschen langweilig. Nichtsdestotrotz werden wir auch eins drüber machen, aber es wird noch ein bisschen dauern, weil Sachen, die ich nicht so gerne mache, die schiebe ich total gerne auf. Wisst ihr, das kennt ihr ja vielleicht auch. Wie viele von den Mancosia Costale hast du in deinem 600er, nur um die Besatzstärke einzuschätzen? Das sind 40 Mancosia. Dann habe ich die Corridoras Orange Laser, Corridoras Aenus, wunderschöne Sorte. Das sind 15, dann Gara Flavatra, eine 5er-Gruppe und Rotrücken Kirschflexhalmler, ebenfalls eine 5er-Gruppe. So, guten Abend Stefan, servus. Du kannst dann ja sagen, einer meiner Favoriten ist der neue Deko. Ich nichts verstehen. Ich liebe diese Technik-Reviews, haben mir schon oft weitergeholfen. Wirklich? Oh, ich finde die immer so langweilig. Aber es stimmt schon, ich schaue mir auch Technik-Reviews an, wenn ich mir was kaufen will. Und dazwischen Aquascape Ultimax als Ersatz gekauft, weil der Viewmaster nicht mehr ausgehalten wird. Was? Was schreibt die Anna hier? Das Rohr bei euch bestellt, seitdem ist mein vormals unerträglich lauter Viewmaster fast lautlos geworden. Okay, wirklich? Ja, also das war schon vorher ein echter Engpass. Ja. Mit welchen Filtermedien würdet ihr so ein Biomaster 600 bzw. 850 verwenden? Mit Sike Matrix oder BioHome oder Seaborg? Also das hängt immer von der Aquariengröße ab und ich verwende immer Sike Matrix 1 Liter je 100 Liter. Also hier sind 600 Liter, 2 Biomaster Thermo und jeweils 3 Liter Matrix. Also zusammen 6 Liter, ne? Gibt es den Lifehacker Cabinet Stand auch mit Montage an der Rückseite des Unterschranks, sodass ich eine 60er Hyperbar über einen 60er Liquid Garden hängen kann? Leider nein. Aber beim Cabinet Stand kannst du immer die 60er Hyperbar über das 60er Aquarium hängen. Der Cabinet Stand wird ja auf der Außenseite des Aquariums angebracht. Das heißt, er läuft außen und dazwischen bleiben ja 60 cm Platz. Also kannst du eine Hyperbar aufhängen, gar kein Problem. Aber im Prinzip sind doch BioHome, Matrix und Seaborg genau das gleiche Produkt, oder? Nein, also es macht tatsächlich, die machen alle das gleiche, also das stimmt. Aber der Unterschied ist immer, dass technische Filtermedien, also alles was produziert wird, vor allem dieses Sinter-Material, Sinter-Glas, Sinter-Keramik. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch was gesintert wird, aber diese Materialien haben eine sehr feine und ganz gleichmäßige Porengröße. Und das ist tatsächlich unpraktisch. Geschäumte Materialien haben noch dazu runde Poren, die oft auch ganz einfach geschlossen sind, was auch nicht gut ist. Und das Matrix ist ein Tuffgestein, das hat so eine röhrenförmige Porenstruktur, aber weil es ein natürliches Material ist, ist es so, dass das sehr unregelmäßig ist. Manches ist ein bisschen feiner, manches ist ein bisschen gröber. Das sorgt einfach für eine größere Diversität an den Bakterienkulturen, die sich dort festlegen. Und das funktioniert aus unserer Sicht besser. Da muss man immer sagen, ihr wisst ja, Aquaristik, ein Land der Mythen. Es gibt viele Leute und es gibt viele Wege und jeder sagt, dass das eine bei ihm am besten funktioniert und ich will das niemandem absprechen, weil es gibt viele Wege, die noch rumführen und das ist auch total okay. Und deswegen macht das, wie ihr es für richtig haltet. Wir machen das mit der Psyche Matrix, weil es für uns gut funktioniert. Gibt es noch mal Leute, die auf Pflanzennachschub bei euch im Shop warten? Wann wird die Eleutheria montevidensis ADA wieder lieferbar sein? Ja, auf die warten wir auch. Das ist ja so eine schöne Pflanze und das gibt es viel zu wenig. Ich weiß es nicht, ich hoffe nächste Woche. Jetzt mache ich mal kurz weiter mit den E-Mails, weil sonst, ihr wisst ja, ich drifte da immer ab.
Der Martin hat geschrieben. Hallo Stefan, mit PH übrigens. Also bitte, wenn ihr Stefan schreiben wollt, ist total nett, wenn ihr mich persönlich ansprechen wollt. Aber dann schreibt bitte Stefan mit F. Mein roter Tiger der Lotus hat nach 3 Monaten im Aquarium alle Blätter verloren. Es sind 3 Monate vergangen und hat immer noch keine neuen Blätter ausgebildet. Die Knolle ist noch da und fühlt sich fest an. Ich habe im Internet gelesen, dass das wohl normal sein soll. Stimmt das? Was würdest du mir empfehlen? Ist tatsächlich normal, hängt immer von der Temperatur ab. Ich würde dir empfehlen, sowieso oft, abwarten und Tee trinken. So. Dann habe ich hier die Elke. Lieber Stefan, bald ist es soweit, mein großes Wohnzimmer-Aquarium wird umgestaltet. Dazu würde ich mir gerne auch so 1 oder 2 neue Pflanzen gönnen. Am liebsten welche, die du vermehrt hast. Woran erkenne ich bitte, welche von dir sind? Pflanzen aus deinem Keller wären ein Traum. Vielen Dank, Elke. Ja, ist tatsächlich im Webshop nicht zu erkennen. Und das ist ja auch immer die Frage. Also, ich züchte nicht alle Sorten allein. Aber zum Beispiel die Buselandra Brownie Blue, die ist zu 99% aus meinem Keller, genauso wie die Buselandra SP2, genauso wie der Lotus. Und da schreibt auch jemand, er wartet noch auf den Lotus. Und da habe ich total schlechte News. Die letzten 6 oder 7 Knollenlieferungen waren alle kacke, also so richtig kacke. Da ist von 50 Knollen 2 aufgegangen. Also es ist mega undankbar. Und ich habe die jetzt natürlich noch im Ansatz und mal sehen, ob die noch kommen. Aber das ist richtig blöd zurzeit leider. Der Walter fragt, sollte man Liquidhumin im Kühlschrank aufbewahren? Und dazu hat er extra noch geschrieben, ganz ohne viel Text mit so einem Smiley. Also Walter, danke. Und ich denke nicht, dass das notwendig ist, außer du hast dir den 5-Liter-Kanister gekauft, der jetzt für, weiß ich nicht, 7 Jahre ausreicht. Da haben wir noch den Alexander. Oh, das sieht ja katastrophal aus. Schaut euch das Bild mal an. Also der Alexander hat ein paar Pflanzen unter seinen Algen. Das ist ja mal ein richtiges Algen-Aquarium. Richtig übel. Richtig übel. Ich kenne ganz viele Leute, die jetzt den Hut draufhauen würden und sagen, okay, Aquaristik ist vielleicht doch nichts für mich, ich schmeiße das alles weg oder gebe so viel haben und dann ist weg. Das ist richtig krass. Aber jetzt schaut euch das mal an. Der war bei uns und hat sich ein bisschen beraten über Düngung und jetzt Algen und das machen und pipapo. Und hat eine Easy-Carbo-Kur gemacht für 14 Tage, hat die Düngung ein bisschen angepasst, CO2, Filterung, mega nice, mega nice. Und jetzt schaut das Aquarium so aus. Krass, also ich kenne das ja, also regelmäßig Aquarien, die nicht so gut aussehen, die man dann mit ein bisschen Anpassen wieder in die richtige Richtung schubst. Aber das ist eine krasse Entwicklung. Also vor allem das Vorher-Nachher ist richtig krass. Das, was du jetzt machen solltest, ganz wichtig, ist Rückschnitt. Also hier das alte Eleocharis, das gehört alles geschnitten. Auch im Hintergrund die Pinnatifida, das Moos, überall mal richtig drüber rasieren, nochmal viel Dreck aufwirbeln, viel Mulm absaugen. Und du wirst sehen, dann wird das Aquarium wieder super vital. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. Hat gut funktioniert. So, dann habe ich noch hier von der Barbara. Gibt es wieder mal Maintenance-Workshops oder vielleicht sogar mal Aquascaping-Workshops? Habe diese Frage bereits im Februar nach einem Telefongespräch mit einem Mitarbeiter per E-Mail gestellt, aber leider keine Antwort erhalten. Liebe Grüße aus Oberösterreich, Barbara. Also Barbara, ja, wir hatten ja jetzt eine Zeit lang Aquascaping-Workshops immer zwischen den Livestreams am Mittwoch und das war für uns tatsächlich blöd vom Timing, weil wir dann einfach keine Zeit mehr hatten zum Videos filmen und das war ein Versuch und ist auch gar nicht so gut angenommen worden. Also bei einem Workshop war dann tatsächlich nur ein Teilnehmer und das Feedback von euch war, dass der Mittwoch ein schlechter Tag ist. Also keiner nimmt sich am Mittwochabend Zeit und wenn man am nächsten Tag arbeiten will, dann ist das alles ein bisschen blöd. Jetzt haben wir gesagt, okay,
dann legen wir das Projekt einfach mal wieder auf Eis und wir behalten es im Hinterkopf. Und ich würde schon gern wieder Workshops machen, aber nicht mehr so oft. Also vielleicht nur einen im Monat oder einen alle 6 Wochen, so ein Workshop für Maintenance, also ein Pflegeworkshop, und dann am Freitag oder am Samstag, weil das einfach für die meisten viel besser in den Alltag zu integrieren ist. Gerade für Leute, die von weiter weg anreisen, ist ja auch so, dass die Wiener Kurzparkzone das Ganze nicht einfacher macht. Ja. Also, okay, da schreibst du, meine Frage, mir wäre der Tag egal, ich komme extra von Oberösterreich. Nein, schreib uns doch bitte nochmal eine E-Mail und wir machen dir einen Vorschlag, an welchem Tag. Aber jetzt zum Beispiel im April passt es mir gut, da können wir uns gerne einen Tag raussuchen und dann können wir zusammen ein Aquarium schrubben. So, dann habe ich hier noch von der Mareike. Lieber Stefan, ich bin durch meinen Sohn 2021 wieder in die Aquaristik eingestiegen. Mein Sohn hat mittlerweile wieder die Lust verloren und sein Becken aufgelöst. Schade. Ich bin dem neuen, alten Hobby verfallen und habe mittlerweile mein eigenes Rio 240 im Wohnzimmer. Mich würde sehr interessieren, wie deine Meinung als Aquascaper dazu ist. Wirkt das Ganze stimmig oder ist es zu unstrukturiert? Wo könnte ich noch etwas nachbessern? Toller Kanal, macht weiter so. Viele Grüße aus Düsseldorf. Düsseldorf ist eine starke Aquaristik-Ecke anscheinend. Es sind immer wieder Leute aus Düsseldorf. So, laden wir das mal runter. Oh ja, das schaut total nice aus. So, Mareike, 1240er Juwel-Aquarium. Gefällt mir gut. Die Fischauswahl ist auch mega nice. Diamantregenbogenfische, sehr, sehr schön. Die Echinodorus, die großen Valdesnerien, das passt wirklich gut zusammen. Auch die Bussefalandrin hier, sehr, sehr hübsch. Phogustemon Helferi. Ich finde, hier in der Mitte könnte ruhig ein bisschen mehr bepflanzt sein. Auch hier drüben. Ist mir fast schon zu wenig. Und die Bussefalandrin sind alleine so dunkel. Ich glaube, ich würde das Phogustemon Helferi hier noch ein bisschen dazwischen setzen. Hier überall. Wir haben das übrigens gerade im Sale. -50% auf Phogustemon Helferi. Würde sich gut eignen, hier 3 Töpfchen noch zu verteilen. So günstig gibt es sie sonst nie. Und eine Sache habe ich, die mich tatsächlich sehr stört in dem Aquarium. Diese komischen Ziegelsteine hier. Was ist das? Warum liegt das da im Aquarium rum? Das sieht alles so hübsch aus. Und dann liegen hier so Miniatur-Bauziegel rum. Mach die raus. Die sind hässlich. Aber der Rest ist schön. Ein sehr schönes Aquarium. Vor allem deine Fische. Also die leuchten irrsinnig gesund. Sehr schön in der Diamantregenbogen. Auch der Lotus. Und hier die Echinodorus mit der Valdesneria da hinten. Sehr gelungen. Gefällt mir. Auch die Birgit schreibt, richtig schönes Aquarium. Ich finde auch. Könntest du mal eine Pflanzenvorstellung machen, wenn ihr die im Angebot habt? Zum Beispiel in der Philipp Rides sah es sehr interessant aus, aber leider kaum Infos. Achso, du meinst in den Instagram-Stories? So, dass ich sage, hey, mega nice Hintergrundpflanze, die ist mega bunt, die hat violette Blattunterseiten, die ist nicht so ganz easy, aber die ist auch nicht so ganz kompliziert, die wächst eigentlich in jedem Aquarium, mit CO2 aber schöner. Und übrigens ist die jetzt günstig, weil das dann besser, wenn ich da so ein bisschen mehr aushole in den und das dann in die Instagram-Stories packe, oder meinst du YouTube? Okay, schreib schon ja zum Beispiel. Ja gut, das kann ich ja machen. Also Instagram-Stories einfach ein paar Sekunden mehr labern, habe ich genug Speichel übrig, ja, das geht. Wie macht ihr das mit der Eisendüngung, wenn ein UVC ständig läuft? Den UVC nicht ständig laufen lassen. Das hilft enorm. Der UVC-Klärer ist tatsächlich, wenn es um Thema Düngen geht, schwierig, weil UVC-Licht die Stoffe in ihre höchste Oxidationsstufe befördert und die Bakterien können es nicht mehr reduzieren. Ja? Und das Problem ist, wenn Eisen hochoxidiert ist, Eisenoxid, dreiwertig, dann findet das nicht mehr einfach so in die zweiwertige Form zurück. Da gibt es natürlich Prozesse, die das machen, aber vor allem leiden die Pflanzen und damit profitieren die Algen. Also würde ich eher nicht machen. Den UVC auf Dauer laufen lassen ist nicht so toll. Man kann es kompensieren über tägliche Düngung, so ein bisschen, aber so richtig empfehlen, den UVC auf Dauer laufen zu lassen, kann ich dir nicht, wenn es um Wasserpflanzen geht.
So, dann habe ich hier von Bernhard. Ich habe vor circa 3 Wochen ein Rio 180 auf die Giros Universal gewechselt. Diese Lampe begeistert mich total, die Pflanzen wachsen super, aber seitdem auch leider die grünen Algen an der Scheibe. Das Licht ist 6 Stunden an, gedüngt mit Masterline 1, zweimal die Woche 2 Spritzer, Masterline 2, täglich 6 Spritzer und Carbo täglich 4 Spritzer. Alle 4 Wochen werden Filter kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt. Lillipipe und Inflow alle 2 Wochen. Auch der Mikrofühler im Hintergrund wächst recht löchrig. Eigentlich wäre es Zeit, die Rotalas auszurupfen und neue Kopfstöcke hier nachzustecken. Kann ich das dennoch tun? Was kann ich noch tun, außer Aquarium putzen, Mulmer fädeln, absaugen, Scheiben putzen und absaugen, eventuell Nitrat extra düngen? Vielen Dank für deine Hilfe, Bernhard. Na, dann schauen wir mal, was da los ist. Okay, 3 Fotos. Sieht aber wirklich gesund aus. Spannend. Dann schauen wir mal rein hier. Mit dem Stream Deck kann ich jetzt ja wunderbar umschalten. Das ist so herrlich. Also hier, Scheiben an der Alge. Nein, Algen an der Scheibe, so ist es. Die Hygrophyller, die sieht tatsächlich ungesund aus. Das ist Hygrophyller corymbosa, das Kirschblatt. Und Hygrophyller polysperma in der rosa nervigen Variante. Die sieht sehr gesund aus, die hier nicht. Ne? Also die hat so richtige kleine Nekrosen. Ist eigentlich typisch für Kaliummangel. Würde ich aber bei der Menge NPK-Dünger eigentlich ausschließen. Und so sieht das gesamte Aquarium aus. Und das ist ein spannendes Problem. Ja? Weil normalerweise sage ich immer zu den Leuten, man kann das so ein bisschen runterbrechen, das Thema Algen. Wenn man gesunde Pflanzen hat und zusätzlich Algen, dann hat man zu viele Nährstoffe. Kann auch nur ein einzelner Nährstoff sein, aber generell ist dann eher ein Überschuss, weil die Pflanzen sind ja gesund und zusätzlich hat man Algen. Und die Variante 2 ist ungesunde Pflanzen und zusätzlich Algen ist dann ein Defizit. Von irgendwas ist zu wenig, die Pflanzen können nicht vital wachsen und die Algen aber schon, die nehmen den Rest. Ja. Und bei dir sieht es irgendwie nach beidem aus. Ja. Also auf der einen Seite muss man sagen, die Rotalas sehen eigentlich freshy aus. Bei 6 Milliliter NPK-Dünger jeden Tag muss das auch so sein. Der Bodendecker, ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen, weil hier ist was im Weg. Der Bodendecker sieht aber gesund aus, etwas hoch, aber er sieht gesund aus. Und die Hygrophyller nicht. Jetzt halt die Frage, deinen CO2-Dauertest kannst du dann eigentlich noch ablesen, ist der grün oder nicht? Wenn der auch, also wenn genug CO2 da ist, dann würde ich mal NPK-Dünger reduzieren und bei den Hygrophyllers Tabletten reinstecken. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, wenn du Leitungswasser nutzt, dass eventuell dein Leitungswasser zurzeit einfach nicht so ideale Werte liefert. Ansonsten stehe ich ein bisschen am Schlauch. Sorry, Bernhard. Der Crader schreibt, Moin Chef, ich habe eine Frage, habe Partikel im Aquarium, bekommen sie nicht raus, egal welches Filtermaterial und egal welchen Filter. Haben 240 Liter Aquarium, Noase 850, hatte auch mal 2 laufen. Partikel im Wasser. Schick mir eine E-Mail mit Fotos. Das ist so, kann ich so pauschal, kann ich das nicht beantworten. Servus zusammen, ich wollte so gerne Neons haben, habe aber ein sehr hartes Wasser. Also wahrscheinlich keine gute Idee, oder? Ja, das stimmt leider, das ist keine gute Idee für Neons. Aquaristik ist meiner Meinung nach zu teuer. Doof nur, dass man gerne Geld fürs Hobby ausgibt. Ja, du, ich bin ja jeden Tag mit der Thematik Geld fürs Hobby beschäftigt. Also natürlich, ich hätte es auch gerne umsonst. Ich sage es euch ehrlich, also wenn ein Aquarium nichts kosten würde, hätten mehr Leute Aquarien. Das wäre halt einfach nice. Aber trotzdem muss man es jetzt ein bisschen in Relation setzen. Es ist so ein leidiges Thema, dieses Preisthema. Aber ich würde das auch gerne mal besprechen. Ich finde nämlich, dass Aquaristik eigentlich eine sehr dankbare Ratio hat aus so viel Geld kostet das und so viel Zeit bekomme ich mit dem Hobby. Und ich hab das vielleicht schon mal gehört, ich habe das nämlich schon ein paar Mal gesagt. Ich gehe nämlich auch gerne Skifahren und als Österreicher macht man das anscheinend so. Ja. Und Skifahren ist nicht so dankbar, was
die Ratio aus Geld, das notwendig ist, um das Hobby zu betreiben, zu Zeit, die man mit dem Hobby verbringt, ist, bekommt. Weil beim Skifahren ist es so, man fährt irgendwo hin, man nimmt sich dort ein Hotel, mehr oder weniger notgedrungen, je nachdem, wie lange man dort halt bleiben will. Und dann rutscht man ein paar Mal den Berg runter und benötigt dafür natürlich ein bisschen Ausrüstung. Stöcke, Ski, ein bisschen Gewand. Das ist halt ganz hilfreich beim Skifahren. Das kann man sich auch alles ausleihen, aber das ist dann auch nicht umsonst. Die Skikarte selbst ist nicht umsonst und das Hinfahren und der Aufenthalt natürlich auch nicht. Das, ich weiß nicht, ob das irgendwo in das Urlaubsthema dann auch reingeht, aber ich finde, Skifahren ist ein Hobby und es ist ein sehr teures Hobby, wenn ich die Zeit runterrechne. Also wenn ich jetzt rechne, auf einem ganzen Skitag kann ich vielleicht 4 Stunden tatsächlich Skifahren. Und der Rest der Zeit ist mit dem Lift hinfahren, abwarten, dass man überhaupt zum Lift kommt, die Anfahrt, das Anziehen, das kostet alles viel Zeit und man kann natürlich nur Skifahren, solange es hell ist, also man steht früh auf, macht am Vormittag, ich weiß nicht, 2 Stunden oder vielleicht 3 Stunden, tatsächlich Skifahren und der Rest ist ja wieder hinauffahren auf dem Berg. Und das Gleiche gilt für den Nachmittag, also 4 bis maximal 5 Stunden schafft man, denke ich, wirklich zu fahren. Und dann, finde ich, ist das Aquarium im Vergleich extrem preiswert, weil das Aquarium hier, wenn man sich das zu Hause aufbaut, dann muss man rechnen mit dem ganzen Zubehör. Osmoseanlage, CO2, Dosieranlage, Außenfilter, pipapo. Sagen wir jetzt mal 5.000 Euro. Ja, dann habt ihr schon ein mega großes, mega schönes Aquarium. Und das habt ihr ja nicht nur ein Wochenende. Das habt ihr dann ja über Jahre oder wenn ihr wollt, Jahrzehnte. Und wenn ihr dann runterbrecht, 5.000 Euro für das Aquarium, Anschaffungswert und sagen wir mal, laufende Kosten im Jahr nochmal 500 Euro on top. Und wir sind da jetzt schon großzügig mit allem. Ja? Und jetzt sagen wir jetzt mal, ich habe das Aquarium 5 Jahre lang stehen. Moment, ich kann jetzt den Taschenrechner rausholen, oder? Können wir das jetzt zusammen machen? Ich glaube, ich brauche ein Excel. Habe ich Excel am Computer? Moment. Machen wir das in der Kostenaufstellung. Wie geht denn das? Libre heißt mein Programm. So, Libre. Calculator, hier haben wir ihn. Der lädt erstmal. Ah, okay. Falsches Fenster, perfekt. So, hier, jetzt sind wir. Herzlich willkommen bei diesem Excel-Tutorial. Toll. Schön, rechnen. Ja, jetzt kommt die Freude auf. Also, wir rechnen jetzt Aquarium. Das kostet, sagen wir jetzt mal, 5.000 Euro. So, okay. So, dann haben wir hier jährliche Kosten. Sagen wir nochmal 500 Euro. Machen wir das mal ein bisschen breiter so. Gut, dann, was haben wir da noch? Die Jahre. Ja, könnte noch R rein, so. Machen wir 5 Jahre. Kalkulieren wir mal, sagen wir mal, nach 5 Jahren tauscht jeder sein Aquarium aus. Angenommen, ja, wissen wir ja nicht. Aber machen wir einfach mal. Dann machen wir hier eine Summe. Moment, wo ist eine Summe? Oh Gott, das sieht ganz anders aus wie Excel. Was ist denn hier los? Aber geht das hier auch mit den Funktionen? Machen wir einfach so. Klammer auf. Summe, das, mal, das. So, hier, okay, passt. Wunderbar. Die Jahre kosten euch beim Aquarium natürlich nichts. Letztes Mal gab es ein Kunsttutorial, jetzt Excel, bester Kanal auf YouTube. Ja, ich bin einfach ein Multitalent, was soll ich sagen? Das ist unglaublich, ja. Das heißt, diese Summe, die können wir einfach mal hier übertragen. Nee, die können wir, ja doch, oh, hier machen wir jetzt noch eine Spalte, Gesamt. Und das können, Moment, das machen wir nicht so. Das machen wir so, das machen wir mal wieder weg. So, hier machen wir ist gleich und das ist gleich dieser Wert. Okay, passt. So, herrlich. Okay, und jetzt sagen wir jetzt mal noch, wir machen noch Fun-Artikel dazu, weil für jedes Hobby gibt es ja so, nein, so machen wir das. Nice to have.
Weil das ist ja auch noch ein Thema, das kauft man sich immer, wenn man in einem Hobby ist, gibt es immer so Sachen, die sind einfach nice. Und ich würde jetzt mal sagen, im Jahr Nice-to-Have-Artikel 150 Euro. Damit kommen wir durch. Oder so ein neues Liquid Nature Handtuch, vielleicht ein richtig nices T-Shirt. Moment, ich kann mich ja größer machen hier, während ich in Excel eskaliere. So ein richtig nices T-Shirt. Geht sich alles aus für 150 Euro im Jahr. Ich kaufe nicht 20 Stück von den Dingern. So. Moment, das habe ich in die falsche Spalte geschrieben. Hier rüber. Okay, Moment, ist nicht möglich. Hier will ich das reinmachen. So. Und hier machen wir jetzt natürlich auch wieder eine Funktion, weil wir haben ja den Nice-to-Have-Wert mal die Jahre. Ne? Also haben wir 750 Euro im Jahr. Und hier machen wir das natürlich auch gesamt. Ne? So, das kennen wir uns alle aus. So. wenn du Spaß hast, haben wir es auch. 150 Euro reicht nicht. Dachshund Rider. Okay, Moment. Wie viel Euros würdet ihr sagen, braucht man für Nice-to-Have-Artikel im Jahr im Aquarien-Hobby? Nur für Nice-to-Have. Nicht jetzt neues Aquarium oder hier eine Osmoseanlage, sondern nur für so Zeugs. Ne? Also ein T-Shirt oder ein Handtuch oder ein Fischfangbecher, solche Sachen. 250. Okay, krass. Na gut. Ihr seid die Kunden, ihr wisst das besser. So, okay. Der Alex schreibt einfach 500, da wird richtig total durcheskaliert. Was ist mit Futter? Das Futter hätte ich in den jährlichen Kosten gesehen, ehrlich gesagt. Stinkewasser auch in den jährlichen Kosten. Wenn man bei ADA shoppt, nochmal 5000. Pascal, Alter, jetzt übertreib nicht, komm schon. 200, also bei 250, finde ich, ist schon abgedeckt, oder? Schau, Ankes Gebe schreibt 100 Euro, die Mel schreibt 160, die Birgit schreibt auch 250, der Andreas Fall schreibt 350, okay. Braucht man ernsthaft Futter? Also im Budget, naja, klar, also Lebendfutter ist nicht so günstig. Die Rechnungen von Liquid Nature lügen nicht. Ja, du bist ja wahnsinnig, du bist selber schuld. So, okay, dann haben wir jetzt hier die Gesamtkosten eines großen Aquariums für 5 Jahre. Ne? Also, jetzt haben wir hier Kosten für 5 Jahre Funtime. So machen, so. Ist gleich. Hallo, ist gleich. Dieser Wert. Ach ja, das funktioniert ja mega gut. Warum geht das nicht? Bei Excel kann man runterziehen. Ne, Moment. Ich glaube, das geht hier auch. Oder? So. Ne. Da gibt es auch normal so ein Summensymbol. Wo ist das Summensymbol hier? Sonderzeichen? Boah, wo ist denn hier eine Summe? Das teuerste sind die laufenden Kosten, also Strom. Ernsthaft? Strom findest du sind die größten Kosten? Ich weiß nicht. Ja gut, wenn du 30 Grad drauf machst, dann wahrscheinlich schon. Jetzt hat schon jemand im Kopf ausgerechnet. Ich würde trotzdem gerne das Summensymbol finden. Alles in Währung formatieren. Ja, das klingt aber auch gut. Ja, das machen wir auch in Währung. Okay, gut. So, zack. Euros. Das schaut gleich besser aus. Warum? Wo ist denn hier das Summensymbol? Kann mir kurz jemand helfen? Hier gibt es einfach kein Summensymbol. Ah, Moment. Ich bekomme einen Anruf rein. Polizeidirektion in Meidling. Ach ja, ja, da ist es. Ah, okay. Ja, danke. Okay, bis dann, tschüss. So, also der Christoph ist unser Technik-Ass. Moment, das war jetzt auch Blödsinn. So, hier. Das ist das Summensymbol, das habe ich gesucht. Schwierig. So, das wollte ich machen. Tatsächlich. Okay, so, hier. 8.750 Euro kostet das Hobby. So, jetzt wollen wir wissen, was kostet mich das im Jahr?
Kosten je Jahr. Ah, okay. Machen wir jetzt wieder ein Symbol. Summe ist gleich das. Dividiert hier durch diesen hier. Ne? So. Wunderbar, dass das nicht funktioniert hat. Warum nicht? Ich hätte jetzt gerne eine Summe, diesen Wert, dividiert durch diesen. Achso, weil das kein, Moment, das ist kein, hier keine Währung. Deswegen geht das nicht, oder? Hat da jetzt wer, hat jetzt da wer den Überblick? Okay, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Okay, ich verstehe es jetzt gerade gar nicht. Ach so, kein Doppelpunkt. Ah, okay, Moment, Moment. Danke, danke. Oh, das ist aber auch ein spannender Wert. Da müssen wir vielleicht mal kurz was ändern. Vielleicht fangen wir mit D7 an. Okay, boah. Und jetzt machen wir hier C2 rein. So, jetzt stimmt das aber. Boah, das ist ja peinlich hier. So, nochmal den Telefonjoker, bitte. Ja, genau. Okay, also, wir haben 1750 Euro jährliche Kosten für das Aquarium. Wenn wir es nach 5 Jahren erneuern würden, was total, also das ist total realitätsfremd, das nach 5 Jahren wegzuschmeißen und ein neues zu kaufen. Und das wird es natürlich immer günstiger. Oh, Christoph hat tatsächlich nochmal angerufen. So ein fürsorglicher Dude. Das wäre natürlich, es wird natürlich noch günstiger, wenn wir das Aquarium länger haben als 5 Jahre. Und bitte Leute, tauscht die Aquarien nicht nach 5 Jahren aus. Aber jetzt mal ehrlich, ich kriege ein Riesen-Aquarium, 1,60 Meter, ein 600 Liter Riesenklopper nach Hause für ein bisschen mehr als 100 Euro im Monat. Und das ist total okay. Also für Hobbykosten ist das wirklich total okay. Ich weiß, in der Anschaffung kommt euch das nicht so vor, weil da kommen erstmal diese gesamten Kosten, diese 5000 Euro, sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei dem Beispiel, kommen am Anfang in einer ganz kurzen Zeitspanne auf euch zu und es dampft dann schon bei den Ohren, wenn man bei der Kasse steht, weil es einfach krass ist. Aber über Time, ja, wird das mega preiswert als Hobby. Natürlich kostet es trotzdem Geld. Das ist ja so. Da kann ich auch nichts dagegen machen. Das ist leider so. Oder zum Glück ist es so, weil sonst könnte ich die Miete nicht bezahlen. So, zurück zu den E-Mails. Ganz leicht abgeschweift. So. Hallo Stefan, hallo liebes Liquid Nature Team. Hab von Philipp einen Hartzgeb-Vorschlag für ein 60p bekommen und diesen gleich bestellt. Wollte fragen, ob du eventuell ein paar Tipps hast, welche Pflanzen du in diesem Layout einsetzen würdest. Boah. Möchte im vorderen Bereich einen Sandteil machen und nur hinter der Wurzel mit Säule aufschütten. Danke für den Top-Service an Philipp und für den schönen Hartzgeb-Vorschlag. Liebe Grüße, Peter. Das machen wir doch klar. Und wie vielen bleibt es bei 5 Jahren und nur bei einem Aquarium? Ja, also das hoffe ich, dass bei keinem von euch nur bei einem Aquarium bleibt, weil 2 Aquarien sind doppelt so gut wie 1 und 3 Aquarien sind dreimal so gut wie 2. Und das setzt sich immer sofort. So, der Peter. Oh, jetzt bin ich viel zu groß. Bin ich hier vor dem Vorschlag. So. Kann man so machen, oder? 60p, richtig nices, Klassik. Ryoboku-Layout, das der Philipp da gezaubert hat. Peter, was würde ich machen? Du sagst hinten Soil, vorne Sand. Ich finde, das ist eine gute Idee, passt richtig gut zu dem Layout. Ich würde Moos nehmen, hier Korallenmoos an den Rändern der Steine, so zwischen den Spalten überall. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, 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 schwupp. Überall zwischen den Steinen. Kleine Anubias, zum Beispiel die Petit, oder jetzt ist im Angebot Anubias SP Bonsai. Sehr, sehr nice kleine Anubias von Tennerle. Hier in die Spalten, hier drüben und auch hier so ein bisschen und auch hier so ein bisschen und auch hier und auch hier und hier. Dann auf den Rändern, Kryptokerinen. Wenn die Green, wir müssen kurz mal in den besten Webshop in Sachen Aquaristik. Weil, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber es gibt zurzeit mega krassen Sale, weil der Stefan viel zu viel bestellt hat. Nämlich speziell jetzt bei den Wasserpflanzen. Und das trifft sich gut. Also ich verfrachte mich kurz hier rüber. So.
Dann gehen wir hier in die Kategorie Sale. Und das ist natürlich toll für euch, wenn ich mich ein bisschen verkalkuliere mit der Pflanzenmenge. Und dann sehen wir hier nicht nur, dass die Liquid Garden Aquarien in Aktion sind, minus 15% für das 60p den ganzen April. Und die Lollis mit den Lolli-Halterungen von Glasgarten. Sehr, sehr nice. Haben wir heute ein paar Stories aufgenommen dazu. Das schaut so lustig aus, wenn die Garnelen da drauf sitzen. Dann haben wir hier die von mir angesprochene Anubias Bonsai, minus 40%. Super krass. Die würde ich auf jeden Fall verwenden. Hier Venti Green als Hintergrundpflanze für die Seiten außen. Auf jeden Fall Venti Green, passt mega gut. Und für 3,45 Euro, aha, falsches Bild übrigens eingeblendet. Christoph, siehst du das? Hier ist die In-Vitro-Variante angezeigt, wenn ich die Topf-Variante auswähle. Ich hätte sie gern so, ja, im Topf. Für 3,45 Euro ist das auch echt ein Schnapper. Ja. Dann haben wir hier, was haben wir noch im Angebot? Ludwigia palustris, die würde auch mega gut passen. Hinten kostet auch nur 3,45 Euro. Leute, das ist so günstig. Da muss man eigentlich zuschlagen. Habt ihr gar keine Wahl. Müsst sofort machen. Und Limnophila hyporhidis, das ist eine weitere Pflanze, die im Sale ist. Und die würde auch gut passen. Auch im Hintergrund, Mitte einen schönen dichten Busch. Davor im goldenen Schnitt, die Ludwigia palustris, einen schönen Topf. Und schon, dass es schön bepflanzt. Ganz easy. Und jetzt mit den April-Angeboten auch noch mega günstig. Wann ist der nächste Stream? In 2 Wochen. Mittwoch in 2 Wochen. So, dann habe ich hier noch vom Alexander. Vielen Dank für euren Kanal und eure Q&A-Sessions. Na gerne, also ich mache das ja, das macht tatsächlich, ich finde das lustig. Ich möchte gerne einen Ratschlag zur Pflanzenpflege. Mein Aquarium läuft seit ca. 2 Monaten und ich habe ausschließlich In-Vitro-Pflanzen gekauft. Ich dünge mit CO2 und Nachtabschaltung ist auch da. Tagesdünger von Dennerle. Bodengrund ist Dennerle-Nährboden und Garnelenkies. Oh. Das war mir zu dünn und ich habe ADA Power Sand ohne extra Dünger und Soil aufgefüllt. Du schreibst, dass der ADA Power Sand keinen extra Dünger hat. Das ist voll mit Nährstoffen, das Zeug. Die Schwimmpflanzen lichte ich jede Woche aus. Würde mich über ein paar Tipps freuen. Okay. Du hast Power Sand auf deinen Kies geschüttet. Ist das eine gute Idee? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Alexander. Schauen wir uns mal an, was du uns da für Fotos geschickt hast. Okay. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das sieht mega gesund aus. So. Alex. Anscheinend hast du eine gute Methode gefunden, was man mit einem Kiesaquarium machen kann, nämlich Powersand und Soil drüber schütten. Ich muss sagen, ich hätte das nicht so gemacht. Ich hätte gleich nur Powersand und Soil verwendet, aber das Ergebnis spricht für sich. Das ist mega schön. Alex, ich sag dir was. Ich würde gar nichts ändern, außer den In- und Outflow nebeneinander setzen und diese furchtbare Regenstrahlverrohrung hier entfernen und ein normales Inflow montieren. Der Rest sieht klasse aus. Bitte ändert einfach gar nichts. Hier noch eine Seitenansicht. Hier ist wieder das Hardscape, das kannten wir schon. Nee, sieht gesund aus. Alex, mein Lieber, das sieht wunderbar aus. Ändert da bitte nichts. Never change a winning team. So. Ihr könnt jetzt wieder aufhören, E-Mails nachzuschicken, weil ich habe jetzt wieder 47 E-Mails und ich war schon auf unter 30. Also, stop it, ja? Ist schon genug, es reicht. So, hier. Staurogyne Repens und Ramirezzi, vielen Dank für euren guten Content. Bitte macht weiter, so ich hätte 2 Fragen parat. Erstens, ich habe in meinem neuen Aquarium Staurogyne Repens ins Soil eingepflanzt. Sie wuchs erst gut, aber nach ca. 6 Wochen hat sie braune Flecken bekommen und ist immer weiter eingegangen. Auch die Marcellea in der Nähe ist zum Teil eingegangen. Das ganze Aquarium war zum Zeitpunkt 10 Wochen alt. Bei Two Hour Aquarists habe ich gelesen, dass es ein bekanntes Problem der Staurogyne Repens sei, dass sie unerwartet eingehen kann und dabei auch andere Pflanzen im Umfeld anstecken kann. Ist dieses Phänomen bekannt oder würdet ihr sagen, dass die Pflanze einfach sehr penibel ist?
grundsätzlich, ja, das kann ich machen. Sterogyne Schmelze, das ist ein bisschen wie die Kryptokerinenschmelze. Das stimmt schon. Das kann passieren und das ist typisch für nicht ideale Bedingungen, also entweder zu hartes Wasser oder zu wenig CO2. Wenn du das beides ausschließen kannst, dann würde ich tatsächlich sagen, hast du Pech gehabt. Also das kommt bei der Sterogyne einfach mal vor, dass die in einer kleinen Ecke anfängt zu gammeln und wenn du die nicht gleich großzügig abschneidest, breitet sich das aus. Ja. So, muss leider raus, verpasst schon wieder das Gewinnspiel. Liebe Grüße an alle. Anke Skeps, ich hoffe nächstes Mal hast länger Zeit. So, und das hat da jetzt die Marie geschrieben. Ich habe mit 1000 Euro im Dezember angefangen und dachte jetzt nur noch Fische und Pflanzen. Und dann bin ich jetzt schon bei 3500. Hätte meine Frau das geahnt, hätte sie nicht zugestimmt. Jetzt ist sie aber sehr glücklich mit dem Ergebnis. Cool. Also ja, da ist ganz wichtig, wenn ihr startet mit dem Hobby, macht euch einen realistischen Kostenplan. Also gerade wenn ihr sagt, das Budget ist nicht unendlich, dann müsst ihr euch aufschreiben, wofür werde ich wie viel Geld ausgeben und dann müsst ihr euch auch daran halten, sonst passiert diese komplette Eskalation, weil ich spreche da aus Erfahrung, es gibt immer Sachen, die man gerne hätte und es gibt immer Sachen, die noch besser sind und natürlich kostet das alles Geld, ja, das ist ja so. Und ich habe das zum Beispiel zurzeit mit Werkzeug, dank meiner Haussaniererei, habe ich ständig neues Werkzeug bei mir rumliegen und das ist ein Wahnsinn, was das an Geld verschlingt. Also der Baumarkt ist ein schwarzes Loch für mein Bankkonto. So, dann haben wir hier noch von... Achso, nee, da war eine zweite Frage. Hier. Ah, da. Hier. Ich habe zwei Ramirezi neu im Aquarium. Ist dir aufgefallen, dass sie das Futter einfach nicht schlucken, sondern immer wieder ausspucken und neu schlucken. Ist das ein normales Verhalten oder stimmt das nicht? Liebe Grüße, Florian. Ist durchaus normal. Irgendwann soll es dann aber drinnen bleiben. Also die malen das ein bisschen kleiner mit dem Gaumenzahn und dann schlucken sie es schlussendlich. Wenn das nicht funktioniert, anderes Futter probieren. Und denk dran bei Ramirezi, weiches Wasser, sonst hast du die Fische nicht lang. So. Lieber Stefan, ich hätte auch zwei Fragen an euch. Auch? Hat die sich mit dem Florian abgesprochen? Darkstart. Ich habe ein 125 Liter Aquarium, welches nun in der fünften Woche im Darkstart läuft, habe wöchentlich Wasserwechsel gemacht und Starterbakterien hinzugefügt. Vor 10 Tagen sind Blasenschnecken eingezogen. Es bildet sich immer noch ein Bakterienfilm auf den Wurzeln. Soll ich mit der Bepflanzung warten, bis der Film komplett verschwunden ist? CO2-Dropchecker ist im grünen Bereich. Ein Schnelltest zeigt gute Wasserwerte. Du hast im Darkstart eine CO2-Anlage laufen. Daniela, bitte schau dir unsere Videos an zum Thema Darkstart. CO2 während des Darkstarts bringt dir gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Zweitens, Lebendfutterzucht. Ich plane ein 10-Liter-Aquarium für Blasenschnecken und Tubifex oder Glanzwürmer. Ich habe den Tipp bekommen, dass die Becken ohne Filter, aber mit Sprudelstein und Luftpumpe zu betreiben für die Würmer. Soll ich Filterschwämme auf den Beckenboden legen? Eure Meinung dazu? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe Tubifex und Glanzwürmer noch nicht selber gezüchtet. Wobei, oh ja, in einem Serum ist Ansatz, aber nicht in einem Aquarium. An dieser Stelle ein massives Dankeschön an Stefan für die ausführliche Beratung. Es ist toll, wie viel Zeit ihr euch für die Kundschaft nehmt und auch Notizen, wie mir alles geduldig und verständlich erklärt wird. Euer YouTube-Kanal ist sowieso der Hammer. Vielen Dank für das positive Feedback, das freut mich natürlich immer sehr. Eine Google-Rezension würde mich uns da auch sehr freuen, falls du das nicht schon gemacht hast. So, jetzt aber. Wollte fragen, was es sein kann, dass ich in meinem 2,5 bis 3 Jahre laufenden 200 Liter Aquarium sterben meine Neocaridina und allgemein Garnelen, aber nicht alle. Und Fische schnappen ab und an nach Luft, aber ebenfalls nicht alle. Wasserwerte passen. Oh, das ist so eine furchtbare Aussage immer. Vor 3 Tagen nur einen Außenfilter für Schwebeteilchen zum Filtern eingebaut. Tiefsinn. Florian, du hast doch die Wasserwerte geschrieben. KH3, GH7, pH, NO2 ist 0 und Nitrat ist 0 bis 1. Ich brauche da ein paar Fotos. Erstmal würde ich sagen, nach luftschnappende Tiere ist ein Anzeichen für Nitrit oder Ammonium.
Immer wieder sterbende Tiere kann auch eine Infektionskrankheit sein, aber einfach so allgemein kann ich das jetzt nicht so richtig beantworten. Dann habe ich hier noch vom Johann. Guten Tag, sehr geehrter Herr Stefan und Liquid Nature Team. Johann, wir sind ja alle Freunde hier im Aquarien-Hobby, deswegen sind wir doch bitte bei du. Ich bin der Stefan, du bist der Johann, brauchen wir keine Herren. So, ich war letzten Donnerstag und Freitag bei euch im Laden. War mega cool, großes Dankeschön, dass ihr so einen coolen Laden und YouTube-Kanal betreibt. Habe im Anhang ein Bild vom jetzigen Stand meines Aquariums. By the way, es ist kein Bild in der E-Mail. Es ist ein 80 cm Aquarium und läuft jetzt seit Mitte Oktober letzten Jahres. Und die Pinselalgen gehen leider einfach nicht weg. Gedüngt wird täglich 1 Milliliter NPK von Aquarebell. Der Eisendünger habe ich auf deinen Tipp erstmal weggelassen. Hat eventuell vorne an die Steine noch etwas wie kleine Terrassen darauf zu bauen. Was hältst du davon? Außerdem habe ich das Gefühl, dass immer ein paar Fische spurenlos verschwinden, auch wenn sie am Vortag völlig gesund aussahen. Hast du vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte? PS, wir waren aufgrund eines längeren Zwischenstopps in Mauthausen erst gegen 11:30 zu Hause. Also habe ich da jetzt einen Tipp? Nicht so richtig. Wenn Fische einfach so verschwinden, obwohl sie gut aussehen, dann würde ich mal auf rausspringen tippen. Aber kann ich so nicht sagen. Ja, weiß ich nicht. Das mit den Terrassen an den Steinen, das kann ich dir auch erst beantworten, wenn du mir ein Foto schickst. So, dann habe ich hier vom Hubert. Mein Aquarium mit 240 Liter steht seit knapp 6 Wochen. Meine Fische durften aus ihrem Asyl-Aquarium wieder einziehen. Jetzt zu meiner Frage, wie sollte ich das Cabo dazugeben oder soll ich es in dem frühen Stadium noch weglassen? Habe vorher noch nie mit Masterline gedüngt. Danke für eure immer wieder tolle Unterstützung. Also ich verwende tatsächlich in manchen Aquarien das Cabo auf Dauer ohne Probleme. Solange du es nicht überdosierst, kannst du einfach damit starten. Also 1 Milliliter je 30 Liter. So. Dann habe ich hier von Marco. Servus Stefan und Liquid Nature. Vorweg danke an euren Idealismus und eure sensationelle Arbeit. Danke, so viele Blumen heute. Es ist immer wieder eine Bereicherung, euren Beiträgen zu folgen. Ich hätte mal eine Frage an euch Spezies. Ich habe seit circa einem Jahr ein eigentlich gut laufendes Naturaquarium mit guter Bepflanzung. Habe genug Licht, eine WGB 2 Pro. CO2 ist auch da, NO3 20 Milligramm, PO4 ist 1, Kalium ist 10. Alles wächst recht gut, außer bei den Anubien hatte ich schon zweimal das Problem, dass mir der gesamte Bestand verfault ist. Die Rhizome sind alle frei und wurden auch nicht eingegraben oder beschädigt. Es fängt bei einer Anubia an und im Nu verfallen alle Anubias im Aquarium. Es gibt nur vage Beschreibungen zu Anubias, vor allem man liest hin und wieder von einem Virus, der ausbrechen kann und unter bestimmten Bedingungen. Kannst du mir bitte sagen, was der Grund ist, beziehungsweise wie ich die Fäulnis verhindern kann? Würde mich freuen, wenn meine Frage in eurem Q&A-Livestream vorkommen würde. Danke schon mal und liebe Grüße aus der Steiermark, Marco. PS, bei meinem nächsten Wien-Besuch schaue ich in eurem Laden vorbei. Oh, Marco, danke, servus. Was könnte ich denn da sagen? Das klingt eigentlich alles ziemlich gut. Anubias und viel Licht ist manchmal ein bisschen schwierig, dann kriegen die gerne so grüne Adern, helle Flecken auf den Blättern, wenn Lichtstress da ist. Das mit dem Anubias-Virus habe ich auch schon gehört, hatte ich selber noch nicht. Ich kenne das von Busse Philandra. Verhindern würde ich das am besten mit ausreichend Schnecken und Garnelen, dass sobald sich das irgendwo anbahnt, die das sofort alles wegfressen, was gatschig ist. Ja. Damit habe ich gute Erfahrungen. Ansonsten kann ich wenig sagen. Immer wieder habe ich das bei Kunden, die Leitungswasser verwenden, wenn die keinen Wasseraufbereiter nutzen. Normalerweise ist dann allerdings so, dass wenn Pflanzen wie die Anubias betroffen sind, dass man auch an den Tieren merkt, dass was nicht stimmt. Aber zum Beispiel bei Kryptokerinen ist es so, dass diese Pflanzen sehr sensibel auf manche Stoffe reagieren, die Fische zum Beispiel gar nicht registrieren. So, dann habe ich hier noch vom Jörg. Ich wollte dir mal ein Update des Oase-Aquariums schicken. Es sind neue Fische, soweit
ältere aus meinem Bestand reingekommen. Kann man die Hintergrundpflanzen vielleicht durch rote ersetzen? Da ist noch ein bisschen mehr Farbe drin. Das viele Grüße, Jörg. Der Jörg ist der Mann, der das Aquarium vom The Art of the Planted Aquarium Contest von mir übernommen hat. Grüße gehen raus. Servus, Jörg. Bin ja froh, dass das Aquarium noch läuft. Ich finde das immer blöd, wenn das beim Messen nur so eine Ein-Tages-Lebenszeit hat. So sieht das jetzt aus. Und Jörg, ich bin froh, dass du das jetzt so gut im Griff hast. Das sieht sehr, sehr gut aus. Mikrodivara Kubota, Tauermantelsalmler, Blutsalmler. Sehr nice. Rote Pflanzen, ja warum nicht? Geht auf jeden Fall. Du könntest aber auch echt mal das Moos schneiden, Bro. Das ist schon riesig. Schau das mal an, das ist schon ein halber der Moosball. Einfach so ganz knapp am Hardscape alles abschneiden. Hier auch, ganz knapp. Und wie hier auch, gell? Nicht vergessen, Bodendecker schneiden. Ganz wichtig, sonst vergammelt dir die untere Schicht. Und rote Pflanzen, also ich würde an deiner Stelle die Liquid Nature Aktion nutzen und hier Ludwigia Palustris reinballern. Weil für 3,45 Euro minus 50% gibt sie sonst nie. So. Stefan, wenn du Werkzeug brauchst, kann ich es dir besorgen für günstige Drachensteine. Kann ich es dir vorbeibringen? Bin baustellentechnisch in der Nähe deines Shops. Oh! Der Christian Zopf, ein Hilti-Händler also. Und Gibberit-Werkzeug. Servus Christian! schreib mir doch bitte eine Mail. Fragen an liquidnature@gmail.com mit einer Telefonnummer. Wir können mal telefonieren. Vielleicht kriegen wir da was hin. So, und dann schreibt hier noch Greenscaping. Wie steht ihr zu flüssigem CO2? Ist der eigentlich ein starkes Algenmittel? Hat für mich nichts mit natürlicher Aquaristik zu tun. Wie seht ihr das? Also grundsätzlich diese Verknüpfung aus Algenmittel und natürliche Aquaristik. Bro, Dünger ist chemisch rein. Das ist auch nicht mehr natürlich. Also so würde ich das gar nicht erst anfangen zu verknüpfen, weil sonst landest du am Ende dabei, dass dein Aquarium ohne Strom laufen muss und nur mit der Sonne beleuchtet wird, weil dann ist es natürlich. Ja. Ich muss sagen, ich verwende gern das Masterline Carbo, weil es nicht so stark dosiert ist wie das Easy Carbo und deswegen wenig negative Mitbringsel mitbringt, ja, kann man das so sagen. Und deshalb nutze ich das auch. Und wenn ich es nicht gut finden würde, würden wir es gar nicht verwenden. Also wir benutzen ja tatsächlich alle Produkte, die wir im Regal haben, auch in unseren Aquarien. Deswegen kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Stefan hat vergessen, das Bild anzuhängen. Es ist ein zweiter Mail hinterhergekommen. Okay, schaue ich mir gleich noch an. Der Christian schreibt, ich habe ein 60er Aquarium und einen Apistogramma Trifasciata, 7 schwarze Phantome, 15 Augenfleckwerblinge habe oder hatte auch 10 Solovese Inlandsgarnelen eingesetzt, sehe die aber in letzter Zeit kaum mehr und konnte einmal beobachten, wie ein Salmler eine Garnele gekillt hat. Sind die Garnelen als teures Lebensfutter geändert oder ist die Besatzkombination grundsätzlich okay und für die Garnelen? Und die Garnelen können ihren Bestand rehabilitieren. Danke für deinen Stream, liebe Grüße Christian. Christian, in einem reich strukturierten, ordentlich bepflanzten Aquarium ist das überhaupt kein Problem. Immer wieder wird eine gefressen, aber long term werden die Garnelen immer mehr. Oh, da haben wir auch ein sehr schönes Aquariumfoto. Wer ist denn das hier? Der Daniel. So. Pelzalgen und Fusselalgen. Ich habe ein 60p, läuft seit ca. einem Jahr, benutze Osmosewasser mit dem GH Plus, die Chios WRGB. Läuft auf 70% und 6 Stunden am Tag. Ich habe eher ein Professional als Außenfilter, wird alle 2 Wochen gereinigt. Bodengrund ist halb Sand, halb Soil. Okay. 50% Wasserwechsel, einmal die Woche. Nicht wundern, der CO2-Dauertest ist nur zu Testzwecken im Bild. Okay. Der Pflanzenwuchs war aber nicht sehr gut.
die ganze Zeit, stockender Wuchs, besonders die rotale Haare will nie so wirklich schön wachsen, so als würde etwas fehlen. Seit 4 Wochen bilden sich vermehrt Fussel- und Pelzalgen auf den Pflanzen, besonders schlimm hinten an der rotale Haare. Habe diese und auch andere Pflanzen schon geschnitten und von den meisten Algen befreit, es werden aber immer mehr. Weiß ich mehr, was ich tun soll. Gedüngt wird über die Woche verteilt ca. 7 ml Masseran 1, 7 ml Masseran 2, 7 ml Carbo. Also 1 ml von jeder Lösung am Tag. Okay. Wie würdest du... Habe jetzt seit 2 Wochen Masseran 2 auf das Doppel erhöht, da die Makros in der Wassersäule nie nachweisbar waren. Nun sind die Makros knapp an der Nachweisgrenze. Aber es scheint nur schlimmer zu werden. Mehr will ich nicht mehr düngen, da schon ziemlich viel Phosphat und Kalium eingetragen wird. Wie würdest du da vorgehen? Mehr oder weniger düngen, etwas anderes düngen? Oder könntest du dir vorstellen, es liegt an was ganz anderem? Na, dann schauen wir mal rein in die Fotos. Und ich habe noch gesagt, er hat ein sehr schönes Foto geschickt. Peinlich. So, hier. Von weiter weg, jetzt ehrlich, das schaut mega gut aus. Ich sehe da gar nichts. Super schönes Aquarium. Ich finde es gut. Ach ja, hier fängt es schon ein wenig an. Hier, pinseliges, fadiges Zeug. Und dann ist hier noch ein Foto. Ach ja, okay, hier ist schon richtig viel. Ja gut, also. Die sind noch sehr klein und dünn, die Blätter. Krass. Wie geht das denn mit so vielen Makronährstoffen? Das ist schon immer wieder spannend. Also Daniel, ich hätte eine Frage. Das habe ich jetzt nämlich in deiner langen Mail nicht gelesen. Was ist drinnen in deinem Wasserfilter? Das wäre noch ganz interessant. Ich würde den auf jeden Fall mal ordentlich durchwaschen und... Ah, da steht es auch ja mit eurer Filterbestückung, also wahrscheinlich auch Sike Matrix. Ich würde es einfach mal durchspülen, vielleicht in einem Kübel mit ein bisschen Aquarienwasser so schwenken, dann reiben sich die Körner wieder sauber. Und dann würde ich dir raten, Mulm aufwedeln, schauen, ob da nicht richtig viel Mulm drunter ist, weil dein Bodendecker schaut sehr dicht aus, sehr kompakt. Makros, 2 ml am Tag ist echt viel, würde ich eigentlich reduzieren. Ich würde Dünge Tabletten verwenden, Masterland 1 ganz einstellen. Wenn diese fusseligen grünen Algen nicht besser werden, dann würde ich eine Wasserstoffperoxid-Lösung vorschlagen. Und zwar die 3%ige Lösung, 8 ml jeden Tag ins Aquarium geben. Und du wirst sehen, diese fusseligen Algen mögen das gar nicht, weil die sind wirklich hartnäckig. Also die wird man schon auch los, nur mit Aussitzen und Dünger anpassen. Aber das dauert Monate und das ist tatsächlich die schnellere Lösung, zu sagen, okay, ich mache da jetzt was dazu. Ich glaube, das ist geschickter. Masterland 1 würde ich trotzdem auch reduzieren. Das scheint mir auch zu viel zu sein. Also das ist jeden Tag ein Milliliter, ist nicht notwendig. So, dann habe ich hier noch... vom Dominik. Kurze Frage, werde mein laufendes Aquarium am Samstag mit eurer neuen Wurzel ausstatten. Ein paar Stunden später kommen die Fische wieder hinein. Würdest du das Wasser aus dem Filter nehmen? In der Zeit. Würdest du das Wasser aus dem Filter nehmen in der Zeit? Oder soll das schlechter sein für die Bakterien? Oder einfach ein paar Stunden so stehen lassen. Ach so, du meinst, ob du das Wasser aus dem Filter lassen sollst. Okay, jetzt verstehe ich. Du kannst, ja, also wenn das mehrere Stunden dauert, würde ich das Wasser rausnehmen. Der Daniel hat auch ein paar Fotos angehängt. Schauen wir mal, wer das ist. Den erkenne ich bestimmt wieder. Ja, natürlich. Das ist der Skalar, Daniel. Hier, schönes Highline 400 ist das, denke ich. Und hier sieht man sie schon, die Skalare. Sehr nett. Und wir haben im Laden gequatscht, ob es nicht hier... Nice wäre, wenn hier noch ein bisschen Holz dazu kommt. Und deswegen hat der Daniel 2 wunderschöne Woodstumps mitgenommen und die passen da richtig schön dazu. Sehr gut, eine gute Entscheidung. So. Ich könnte jetzt aufhören, E-Mails zu schreiben. Ich habe jetzt hier schon wieder vom
Niklas vom 21.16 Uhr. Okay, so. Hier, Pascal. Ich wollte nach 6 Wochen Darkstart gerne noch einmal mein 60p zeigen. Der Darkstart ist sehr entspannt gelaufen und ich tüfte noch an Pflanzen, da die Beleuchtung nicht die beste ist. Außerdem habe ich die Verlaufsfolie drauf gemacht, welche ja wirklich wahnsinnig viel ausmacht. Ich freue mich auf den Stream und deine Vorschläge. Liebe Grüße. Na, schau mal, Pascal. Ah, ich weiß schon, welches Aquarium das war. Hat uns ja gezeigt im Darkstart, wie es letztes Mal aussah. Ich schätze mal, dass sich im Darkstart nicht besonders viel verändert hat. Aber die Verlaufsfolie macht natürlich einen schlanken Schuh für das Layout. Das ist auch so ein Aquarell Ultrascape. Die Beleuchtung ist nicht so schwach für einen 60er, passt das gut. Ich würde dir auch raten, Kryptokerinen, Bolbitis, einfache Stängelpflanzen. Hygrophylla polysperma, Hygrophylla siamensis, die Ludwigia palustris wieder mal, passt richtig gut. Anubias vorne, vielleicht gemischt mit Bucephalandras. Und vorne würde ich Kryptokerine pava einsetzen in diese kleinen Buchten. Sehr nice schaut das aber aus. Sehr schönes Aquarium. Auch mit dem Background, mit diesen Living Walls und den Zimmerpflanzen. Das wird sicher nett. Kann man schon vorstellen. So, dann habe ich hier von der Rebecca Update und Fräskopfwürmer. Anfang des Jahres hatte ich dich mal um Rat zum Besatz gefragt für meinen Denali Cube. Ich habe mich für ein paar Perlenbleiblinge entschieden und sie fühlen sich echt wohl, sind super schön und gar nicht mehr scheu. Danke für den Tipp. Deshalb mal Vorher-Nachher-Bilder nach ca. 2,5 Monaten. Leider habe ich das erste Mal Fräskopfwürmer in meinem Aquarium und sie mit den Pflanzen wahrscheinlich in 2 andere verteilt. Mache ich nie wieder. Bei uns ist es leider gar nicht so einfach, an Medikamente zu kommen, was nicht auch die Garnelen killt. Wie ist es bei euch? Nach der Behandlung würde ich gerne aufstocken. Was meinst du? Mehr Galaxy Rose Borer oder vielleicht noch andere Boraras, wie zum Beispiel den Naevus dazu. Und gehen Otocinclus auch ohne Holz. Katapalif habe ich immer drinnen. Ja, schauen wir mal an, wie das aussieht. Ah, 3 Fotos hat sie angehängt. Und okay, krass, das hat sich sehr verändert. So sieht sie jetzt aus. Mega nice. Sehr, sehr schönes Aquarium. Perlhühner da, viele Garnelen, richtig schöne Pflanzen. Algen sind kein großes Thema. Glaswerk. Okay, nicht so schlimm. Und, also Moment, sorry. Warum ist das nicht? Jetzt hier. So sah das davor aus. 2 Monate früher. 2,5 Monate hat sie geschrieben, ne? Ist schon krass, wie sich das verändert hat. Und das war das Hardscape. Oder ist die Befüllung. Sehr schön. Zum Thema Parasiten ist es leider so, dass ich dir auch nicht so richtig helfen kann. Also Fräskopfwürmer ohne Garnelensterben zu behandeln ist schwierig, aber du kannst die Tiere ja rausnehmen für die Behandlung. Also in ein separates Bassin. Das wäre noch eine Option. Und sonst die Heilmittel von Sera. Die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch vom Wappler. Der Wappler hat geschrieben: Ich habe das Aquarium geändert, habe deinen Tipp befolgt mit dem kleineren Thermometer. Den zweiten Filter habe ich auch rausgenommen. Was ist deine Meinung dazu? Grüße vom Wappler aus Bayern. Vielleicht erinnerst du mich noch an mich. Ja, beste E-Mail-Adresse überhaupt. Der Wappler. Ja, nice. Viel besser schaut das aus. So, Wappler, mein Lieber. Eine Bitte hätte ich noch. Mach noch eine schwarze Rückwandfolie auf dein Aquarium. Das mit den Kabeln und der Rückwand stört mich noch. Aber der Rest schaut das schon viel besser aus. Die Pflanzen sind auch nice, schöne rote Garnelen, die haben auch schon richtig viel Nachwuchs da. Könnt ihr sehen, Babygarnele hier, Babygarnele da, noch eine Babygarnele dort. Also das ist schon ein aufstrebender Garnelenzüchter am Werk. Sehr, sehr gut. Nein, nicht Wappler,
nicht Wabler, sondern Wappler. Das ist eigentlich, also ich kenne das so als wienerischen Ausdruck für, ich glaube, ich frage lieber Google, weil wenn ich das jetzt falsch beschreibe, dann ist es total peinlich als Wiener. Also, Wappler, was bedeutet, nein, hoppla, bedeutet, ach oh Gott, so, das. Bedeutungen, österreichisch, okay, ist doch österreichisch, umgangssprachlich abwertend, ungeschickter, unfähiger oder begrenzter Mensch, ziemlich fies eigentlich. Aber lustig, dass er das einfach als E-Mail hat. So. Habe ich da jetzt noch eine E-Mail mit Fräskopf? Aber es wäre andere, okay. Hier, vom Patrick. Als Anhang sende ich euch zwei Fotos von einem recht frischen Scape. Läuft seit 10 Wochen und muss noch richtig einwachsen. Insgesamt mein zweites Aquascape. Der Lightground, der das Gesamte aufwertet, ist selbstverständlich aus dem besten Webshop in Sachen Aquaristik. Eine gute Wahl. Nun zu meinem Hauptanliegen. Ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit Fräskopfwürmern. Ich habe jetzt das zweite Mal mit Seranematol behandelt. Leider kommen die Würmer jedes Mal wieder. Ich vermute mal durch Eier, die in der Zwischenzeit schlüpfen. Hast du bzw. jemand aus der Community einen Tipp, wie ich die Viecher wieder wegbekomme? Umgelegt hat das Gott sei Dank noch keinen Schmetterlingsbuntbarsch, sie werden aber immer dünner und fressen tun sie auch nicht richtig. Liebe Grüße aus Dortmund, Patrick. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Fresskopfwürmer gehen anscheinend zurzeit um, ne? Oder ist ein Zufall, dass jetzt gerade zwei nach der Reihe sich hier melden. Und da ist erstmal das Aquarium. Das sieht sehr nice aus. Patrick, mein Lieber! Das ist ein großes Aquarium, oder? Das ist 1,20 Meter, schätze ich mal. Sehr, sehr schön. Krasses Teil. Brillantsalmler auch, total underratede Fische. Hier sind schon Ramirezzi und hier sind bolivianische Schmetterlingsbuntbarsche. Ah, die sind auch anfällig für solche Geschichten. Bin mir sicher, dass es die sind, die das haben. Ramirezzi kriegen das dann auch gerne, sind ja auch tatsächlich gar nicht so entfernt verwandt. Die Brillantsalmler betrifft das eher selten. Die Corydoras könnten es noch erwischen. Hast du noch ein zweites Foto geschickt? Hier. Ach ja, ja geil. Also ja, kann man richtig gut sehen, auch selten, dass man so gute Fotos hinkriegt. Das ist jetzt ein bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch mit den Würmern, die hier raus sind. Ja, nee, also ich habe keine echte Alternative für dich. Tut mir leid. Nee, ich würde Nematol nochmal verwenden. Denk bitte daran, eine Behandlung bedeutet zwei Behandlungen. Also du wendest es jetzt einmal an, ich glaube 3 Tage ist die Behandlung. Dann machst du 10 Tage oder 14 Tage Pause und dann wendest du es nochmal an, auch wenn du gerade keine Würmer siehst. Es geht darum, das Nematol tötet die Würmer, die Eier bleiben aber intakt, das heißt, die schlüpfen wieder. Und danach wendest du das Ganze nochmal an, um die loszuwerden, ja. Der Robert schreibt, ein Befall mit den Fresco-Firmen kann man mit dem Antihelminthicum Levamisol, dann sind ein paar Produkte genannt, in Form einer Badelösung oder durch Verfütterung von mit Medikament versehenem Futter lösen wahrscheinlich. Okay, kannte ich jetzt gar nicht, aber ich denke, auch das muss man dann zweimal machen, um die Eier, die wieder zu Würmern werden, auch zu töten. Kannst du mir ein paar Pflanzen aus Südamerika empfehlen? Ja, Echinodorus, das sind ca. 400 Arten. Viel Spaß. Nein, also Staurogyna repens ist eine nice Vordergrundpflanze, Echinodorus ist eine nice Hintergrundpflanze, Ludwigia ist ebenfalls eine nice Hintergrundpflanze. Welche dir davon gefällt, Bro, das weiß ich nicht, da brauche ich ein bisschen mehr Kontext. Was mit dem Gewinnspiel? Ja, keine Sorge, Mann, du schreibst es jetzt schon ein paar Mal, habe ich gesehen. Das kommt schon noch, das kommt immer zum Ende des Streams.
Und wir nähern uns eh schon. Also wir sind jetzt schon bei 21.28 Uhr. Ich habe so die Befürchtung, dass das mit den E-Mails kein Ende nimmt heute, aber lassen wir uns überraschen. Der Marco schreibt das übrigens. Ich denke, ich habe in deinen Schaubecken schon mal Anubias entdeckt, die ziemlich weit oben platziert werden und die sahen aus wie geleckt, obwohl du gerne stark beleuchtest. Zum Beispiel mit deiner Lieblingsleuchte Solar RGB. Hast du gut aufgepasst. Wenn ich meine Anubias nicht in den Schatten stelle, bekommen sie immer grüne Punktealgen. Wie bekommst du das hin? Vielen Dank dafür. Grüße aus Regensburg. Und er hat ein Foto angehängt. Oh, das sieht aber fantastisch aus. Hey. Boah, das ist ein schönes Aquarium. Also, wie bekomme ich das hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir machen nichts anders, als wir es kommunizieren. Osmosewasser, CO2, gutes Licht, viel Strömung und natürlich eine große Cleaning Crew. Amano-Garnelen, Sulawesi-Inlandsgarnelen, Posthornschnecken. Bitte vergiss nicht auf die Posthornschnecken, die sind so praktisch. Und Otocinclus haben wir immer und natürlich Geweihschnecken oder Rennschnecken, beziehungsweise diese Neritina pulgera, die Napfschnecke. Und dann haut das wunderbar hin. Der Michi zieht richtig durch, unser Admin hier, der moderiert den Chat immer und er schreibt schon, Ungeduldige bekommen bald einen Besuch auf der stillen Treppe. Heute strenges Regiment von Michi. Hat anscheinend schlecht geschlafen, der junge Mann. So, jetzt schreibt der Johann, habe den Anhang vergessen. Jetzt schauen wir nochmal kurz. Nur kurz reinschauen, was war sein eigentliches Anliegen hier. Habe ein Aquarium, das läuft seit Oktober letzten Jahres, 80er Becken, immer wieder Pinselalgen, gedüngt wird mit NPK, Eisenvolldünger lässt er jetzt erstmal weg. Na, dann schauen wir mal rein. So. Hier haben wir den Johann. Okay, ja gut, es ist nicht ideal, aber ist das... Was ist denn da los? Warum ist da oben so hell und hier ist, unten ist so finster? Was ist das denn? Hat wer eine Idee? Was dieses... Ist das eine Wurzel? Ich weiß nicht. Oder Labicusa? Ich weiß nicht. Oh, die Rebecca fragt gerade wegen den Autos. Das habe ich vergessen. Ja, sorry Rebecca. Na, also wenn da immer Blätter drinnen sind, dann ist das kein Drama. Also tatsächlich finde ich es komisch, dass du gerade hier was oben drauf hast, weil die Hintergrundpflanzen haben damit keine Chance. Ja, das ist immer schlecht. Das sieht sehr gesund aus, die Krypto hier. Die Kryptos hier sehen auch sehr gesund aus. Aber Pinselalgen hast echt nicht so wenig. Ja? Also hier überall ist eigentlich alles überzogen mit Rotalgen. Ne? Auch hier diese grauen Fäden sind, denke ich, Rotalgen, was hier rumhängt. Also ich würde dir raten, weniger Eisenvolldünger, eventuell gar keinen, hast du eh schon gemacht. CO2 checken, Filter putzen und ich bin mir sicher, hier hinten ist der Mulm des Jahrhunderts. Aufwedeln und alles wegmachen. Dann haut das hin. Und sonst abwarten, Tee trinken. Und ich würde dieses Teil hier entfernen. Das macht den ganzen Hintergrund dunkel. Stefan, bei dir britzelt es im Hintergrund. Ja, das stimmt. Also gut aufgepasst. Das liegt an meinem... Hier oben. An meinem... Wie heißt das? Foresta 60. Sollen wir jetzt wieder rüberfahren? Ich wollte eigentlich... Das war schlecht. Funktioniert es noch? Ja, okay, es funktioniert. Meine Verkabelung löst sich auf. So. Neuer Hintergrund. Es schaut gleich alles ganz anders aus wieder. Nice. Hoppla. Oh, schlecht. Keiner hat was gesehen. Wie wedle ich Mulm am besten auf? Das geht tatsächlich ganz einfach. So. Du greifst ins Aquarium vor dem Wasserwechsel. Und dann
wedelst einfach über die Pflanzen und über den Bodengrund so drüber und du wirst sehen, da steigt total viel Denitrus gemischter Mulm einfach auf. Und dann machst du erst einen Wasserwechsel. Wenn die ganzen Partikel wieder mobil im Wasser sind, dann lässt du dreckiges Wasser ab und tauscht es gegen frisches Wasser aus. So, der Marcel schreibt, ich mal wieder, ich habe mich an meinem ersten Iwagumi versucht. Gerne Feedback. Abmessung kannst du ja mal schätzen lassen. Er hat sie auch dazu geschrieben, aber ich lasse euch mal schätzen. So. Ja, sehr nice. Das ist stabil. So, was denkt ihr, wie groß ist das? Nur dieses, ach, Marcel, was ist denn das hier? Das sieht furchtbar aus. Der Rest ist mega nice. Gefällt mir gut. Der Filter pustet auch so rüber, dass sich das Gras hier hinten wieder so rüberlegt. Bodendecker muss jetzt mal wachsen. Der Willi schreibt einfach 3 Meter mal 50 mal 50. Wunderbar. Der Rest sagt 160er, der Robert sagt ein 120p, der Marco schreibt auch ein 120er, der Julian schreibt ein 90er, der Stefan Schellhorn sagt 60er, der Jan 1,50 Meter, okay, Leute, er hat anscheinend einen sehr guten Job gemacht, weil es ist 77 cm breit, 36 tief und ich glaube 40 hoch, sowas. Sehr, sehr hübsch ist das geworden, ja, muss man schon sagen. Es gibt ein Video davon auf der Liquid-Video-Seite. Davon? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. So, dann haben wir hier von der Alexandra. Guten Abend, Stefan. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und entspannte Ostern. Ja, war schön. Danke. Erstmal, das Aquarium fasst 60 Liter und hat 60er Kantenlänge. Ich hätte zwei Fragen. Ich mache meine CO2-Anlage immer nachts aus und morgens wieder an. CO2-Anlage für kleine Aquarien von Tropica. Okay. Könnte es sein, dass dadurch meine Bodendecker so schnell braun bzw. schwarz werden, da er wohl viel CO2 braucht, oder ist es Sonnenbrand? Keins von beiden. Meine Phantomsalmler haben nicht sonderlich viel Stress, aber man merkt ihnen ein wenig die Angst an, wenn man beim Füttern davor steht. Könntest du mir vielleicht Fische empfehlen, die den Salmlern ein wenig Sicherheit bieten können? Oder würde es reichen, die Gruppe zu vergrößern? Es sind momentan 12. Ich würde den, wie so oft, den Nanostomus marginatus vorschlagen, den Zwergzieher-Salmler. Der passt mega gut. Warum dein Bodendecker braun oder schwarz wird, kann ich dir jetzt erstmal nicht sagen. Da bräuchte ich bitte ein paar Fotos. Das hilft mir dann immer sehr viel weiter. Vielen Dank schon mal, macht weiter so. Ihr seid eine ziemlich nice Gruppe. Vielen Dank. Alex, schick uns einfach ein paar Fotos, das hilft. So, habe ich noch vom Lars. Erstmal vielen Dank für die tolle AK 1900 von euch. Es hat sich gelohnt, sie bei euch zu kaufen. Auch wenn es bisher nur für mein Paludarium mit 40 Liter Wasser ist. Aber ein Foto, sorry, meine Kamera ist nicht so toll. Schauen wir mal. Meine Frage, ich bin mir nicht sicher, welche Aquarienkombi ich mir zum Sommer hin kaufen soll in Bezug auf Preis-Leistung und Qualität für ein reines Biotop-Aquarium im Vio-Style mit viel Kleinkram. Eher das Aquell Ultrascape 90, euer Liquid Garden 90er oder die Oasis Scape Line 90. Bin leider sehr früh berentet und mein Budget ist dadurch sehr schmal. Okay. So habe ich das auch noch nie gehört. Berentet. Okay. Preis-Leistung. Preis-Leistung würde ich sagen. Ja, nein, Preis-Leistung gewinnt das Aquell. Das ist schön, gut verarbeitet und günstig. Das ist ein guter Deal. Machst nichts falsch damit. So, und dann hat er ein Foto dazu geschickt von seinem Paludarium, für das er extra eine Osmoseanlage angeschafft hat. Und das ist sehr, sehr nice. Schaut extrem natürlich aus. Also auch diese Rückwand, die du da so flächig mit Kork verkleidet hast, das schaut sehr natürlich aus. Gefällt mir gut. Auch, also, das ist wirklich cool, oder? Gefällt mir. Da bekomme ich auch... Ach so, Moment. Da habe ich gar nicht gesehen. Da hinten ist auch hier so ein Dinosaurier.
Der hier. Wer weiß, was das für einer ist? Der sieht jedenfalls so aus, als würde er den Finger abbeißen, wenn man reingreift. Hat wer Ahnung, was das für ein Tierchen ist? Ist da noch eins drinnen? Der Mietze schreibt ein Gecko. Bavaria Dilophosaurus. Ich weiß nicht. Der Robert sagt auch ein Gecko. Der Willi, der größte Gecko, den es gibt. Ah, der Luca schreibt ein Kronengecko. Okay, da kennt sich jemand anscheinend aus. Melda Soma schreibt, das ist mein Kronengecko. Okay, also es ist kein Dinosaurier, sondern ein Kronengecko. Aber ein süßes Tier. Wie groß ist denn so ein... Ist der, wie groß ist denn so ein Kronengecko? Also kann der den Finger abbeißen oder nicht so? Wie ihr merkt, ich bin kein Terrarien-Pro. Alexandra Hüls, sorry, ich habe es total verrafft und vergessen, Bilder anzuhängen. So, dann laden wir die mal runter. Und mal kurz schauen, was da für eine E-Mail zu dem Bild gehört. Alexandra Hüls. Ach so, das sind die Bodendecker, die schwarz werden. So ist das. Ha! Okay, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Das hätte ich dir sagen können. Auch ohne Bild. Das ist Marcellea hirsuta, der Zwergkleefarn. Und da ist es ganz normal, dass tatsächlich mal Blätter sich so gelbbräunlich verfärben. Das gehört dazu, das sind die alten Blätter. Da kannst du auch nichts dagegen tun. Dein Aquarium sieht insgesamt sehr gesund aus. Diese hier, das ist die Pogostemon helferi, die ist ein bisschen hungrig. Setz sie doch bitte wieder ein, das dürfte schon hier abgegangen sein, das Stämmchen. Und dann mach so eine Düngetablette dazu, die freut sich sehr darüber. Die Phantomsalmen, das sehen auch sehr gut aus. Schaut, die schaut glücklich aus. Die schaut glücklich aus. Die schaut nicht so glücklich aus. Sehr nice. Was ist denn hier? Ist das eine Orchidee? Hübsch, sehr hübsch. So, und dann, wie groß wird der Kronengecko? Nein, so um die 15 cm. Okay, also kein Fingerfresser. Krabbelt der Dino nicht raus oder ist das Paludarium komplett verschlossen? Die Türen muss man öffnen für Fotos. Achso, ist das sonst so komplett beschlagen? Oder wie? Das finde ich ja oft so schade bei Terrarien, dass die im Alltag gar nicht so einsichtig sind. Also muss man immer aufmachen, wenn man etwas sieht. Ist immer ein bisschen schade, oder? So, dann haben wir hier ein paar E-Mails von Google, die können wir löschen. Oh, hier ist wieder eine Lotterie. Ja, toll, ich habe bestimmt gewonnen. So. Komische Odessa-Barbe. Servus, guten Abend. In meinem Aquarium habe ich Odessa-Barben. Eine meiner Barben, um genau zu sein, das Alpha-Männchen, hat ein Loch im Kopf. Das ist schlecht. Nun stelle ich mir die Frage, wie das zustande gekommen ist. Ich sehe dieses Tier des Öfteren Rangkämpfe mit anderen Männchen austragen. Womöglich ist dieses durch einen Biss entstanden. Als meine anderen Aquarienbewohner, alle meine anderen Aquarienbewohner, Stachelaale, Schmerlen, Flossensauger, und die anderen Barben sind nicht davon betroffen. Es ist das einzige Tier, das sowas aufweist. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße. Ja, das ist ganz gut. Ich habe sogar extra einen Pfeil dazu gemacht. Süß. So. Weil von der Seite hätte ich es jetzt nicht erkannt, tatsächlich. So, schauen wir uns das mal an. Mann, ich liebe das Stream Deck. Es ist das grandios. So. Ah, die Birgit ist schon am Weg ins Bett. Gute Nacht. Danke fürs Vorbeischauen. Hier haben wir es. Einen Pfeil. Also Moment, ich bin da im Bild. So, hier, ein Pfeil.
hier fehlt eine Schuppe. Ich denke nicht, dass es ein Loch ist. Aber es gibt noch ein zweites Bild hier. Ja, ich denke, da fehlt eine Schuppe. Das sollte nachwachsen. Das ist kein Problem. Chilexen, das passiert bei Barben, sind ein bisschen ruppig und wenn sie so rangeln, dann zupfen sie sich schon mal was weg. Ist nicht so schlimm. Dann habe ich hier vom Lutz ein Aquariumfoto. Da steht nur... Achso, oh ja, hier steht was. Hallo Stefan, bisher war ich ausschließlich in Ostafrika und pflanzenlos unterwegs. Durch eure Scapes habe ich Lust auf mehr bekommen. Anbei, mein erster Versuch ist ein 60-40-40, ein halbes Jahr alt. Geht das so? So, Lutz, mein Lieber, es freut mich, dass wir dich begeistern konnten, in das Pflanzen-Aquaristik-Hobby einzusteigen mit einem ganz wunderbaren Layout. Moment, so, hier nehmen wir so. Ich würde mich eigentlich wieder kleiner machen wollen. Machen wir so. Und das sieht ganz fantastisch aus. Ich finde, dein Licht ist komisch blau, oder? Sieht das am Foto nur so aus? Aber das sieht sehr schön aus. Ich würde da gar nichts ändern. Das ist wunderbar. Alles richtig gemacht. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass du ein größeres Aquarium brauchst, weil das sieht ziemlich klein aus. Aber der Rest ist toll. So, hier habe ich noch. Ich bin Neuling und habe hier ein Bild. Ich habe etwas Probleme mit Magnesium- oder Kaliummangel. Löchrige Blätter und so, aber auch Erfolge wie drei trächtige Weibchen meiner Amanogonel. Magst du mir kurz deine Meinung zu der Optik sagen und was man besser machen kann? Danke und liebe Grüße, Marie. Natürlich mache ich das. Finde ich ja lustig, dass ich die Q&A-Session zu so einer Aquarien- Bewertungssession irgendwie entwickelt hat. Oder? Weil heute sind schon viele Mails mit, hey Stefan, gib mal deinen Mist dazu. Ist total nett, also ich fühle mich da geehrt, aber das Wichtige ist ja immer, dass es euch gefällt. Bitte behaltet es im Hinterkopf. Ist egal, wie es anderen gefällt, steht ja bei euch, ist euer Aquarium, muss euch gefallen. So, und hier haben wir ein schönes, klassisches Pflanzenaquarium. Sehr, sehr nice. Ich bin kein Fan von diesen Amphoren. Das ist einfach nicht mein Geschmack, aber wenn es dir gefällt, ist genau richtig. Für die Fische ist es einfach ein Unterstand. Genauso wie das. Ach so, nö, da liegt eine Wurzel, so ist das. Also ich glaube, mir würde es besser gefallen, wenn nicht so viele unterschiedliche Dekorationsmaterialien da wären. Also das ist ja anscheinend ein Drachenstein, das auch, oder? Sieht ein bisschen weird aus, der Drachenstein. Aber ich glaube, es ist einer. Und der hier ist ganz anders, der ist so glatt und der gefällt mir nicht so gut. Ich würde es eher puristischer halten, nicht so viel unterschiedliche Materialien. Und ich finde noch hier eine zweite Wurzel ganz schön, die auch eher so liegt, so eine lange wie die hier ist. Der Rest ist schön, Pflanzenzustand ist gut. Ich finde das Regenstrahlrohr nicht so praktisch, aber never change a winning team. Du hast außerdem richtig coole Fische, Feuersalmler, Keilfleckbarben und Endlerguppies, außerdem noch ein paar Pseudoebiplates annulatus, das sind Ringelhechtlinge, mega nice kleine Kilifische, sehr, sehr cool. Also ich finde das super. Hatte die Erfahrung mit Seachem Puritan, zieht mir das zu Nitrit auch das Nitrat aus dem Wasser? Boah, kann ich so nicht bestätigen, funktioniert bei uns sehr gut. Stefan gibt seine Fische auch ins Plastiksackerl zur Sicherheit, eben zwei ineinander. Oder worum geht's denn da jetzt? Ich kaufe Garnelen aus privater Zucht, wie transportiere ich sie im Glas und gewöhne sie an? Ja, entweder einen Beutel verwenden oder ein Einmachglas. Angewöhnen geht eigentlich wie immer, ganz egal, ob aus privater Zucht oder aus dem Laden. Licht abdrehen, Gefäße auf die Wasseroberfläche legen, temperieren lassen. Und dann die Tiere absieben, also nur die Tiere ins Aquarium setzen, ohne Transportwasser. So, ich habe auch ein Aquarium, schreibt die Marie. Super, gratuliere. So, dann wieder noch vom Stefan. Hallo Stefan, ein Namensvetter anscheinend. Ich habe mir vor einigen Wochen ein Oase BioStyle 180 Rucksackfilter gekauft und
einlaufen lassen. Der Filter ist ziemlich laut. Ja, das ist so mit Rucksackfiltern. Ich habe dann die Kammer mit weiteren Filtermaterialien aufgestockt und mit Filterwatte ausgekleidet. Auch die Kammer in der Pumpe sitzt, habe ich nachträglich ausgepolstert. Keine wirkliche Geräuschreduktion. Hast du eine Idee oder Erfahrung, was ich noch versuchen könnte? Oder ist der Filter einfach generell sehr laut? In Foren finde ich unterschiedlichste Auskünfte dazu. Liebe Grüße aus München, Stefan. Tatsächlich sind Rucksackfilter immer lauter als Innenfilter, da die Pumpe ja außen liegt und ist halt nicht gedämmt. Aber das, was du machen kannst, ist die Vibration reduzieren, denn das, was du hörst, ist in der Regel die Vibration des Gehäuses, des Filters, der auf dem Glas aufsitzt, und das ist halt beides hart, das vibriert. Das heißt, wenn du dort ein Silikonpad oder einen Filzgleiter aufklebst auf die Aquarienkante oben und unten, wo der Filter an das Aquarium ansteht, dann nimmst du diese Vibrationsbrücken sozusagen ein bisschen raus und dann wird der Filter deutlich leiser. Das funktioniert richtig gut. Der Niklas schreibt: Hallo Stefan, wie findest du mein Aquarium? Ist momentan in Bestform. Besatz sind Hyphsobrychonum apaensis, Otocinclus, Honigkoramis, ein paar Apistogramma megmasteri, Panda, Zwerg, Panzerwälse und Amano-Garnelen. Dann schauen wir mal, was der Niklas da gezaubert hat. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Und ich liebe das Stream Deck. Ich muss das nochmal sagen, das ist grandios. Niklas, hier ist eine komische Sache. Diese eine Pflanze hier, die ist einfach nicht eingesetzt. Ist das Absicht? Ich denke nicht. Corydoras sind schon fleißig am Fressen, die Otocinclus auch. Die Amapaensis schauen auch schön aus. Ein bisschen Bartalgen hast, aber so bläulich-violettig, wie die gerade sind, dürftest du auch schon was dagegen tun. Hier hinten ist ziemlich viel davon nämlich. Der Rest schaut aber richtig gut aus. Gummiklebepunkte unterbauen beim Rucksackfilter. Ja genau, sowas meine ich auch. Also Silikonpads oder eben Filzgleiter, geht beides. Hallo Stefan, habe eine 25er Gruppe in Anastomus marginatus. Welche Fische könnte man noch dazusetzen? Ich würde entweder den Red Mutzel, also den Red Cherry Tetra nehmen, oder hier passen auch zum Beispiel, wenn du ein großes Aquarium hast, hier hinter mir die Diamantregenbogenfische richtig gut. Oder hier Puntius Gelius, die Fleckenbarbe. Würden alle gut passen. So, haben wir das auch genug angeschaut? Schaut sehr schön aus, Niklas. Das hat sich wirklich gut entwickelt. Dann haben wir hier noch von der Marlon. Kleine Frage, wann ist natürlich Ares Montevidensis Variante ADA wieder bei euch im Shop erhältlich? Leute, dafür sind die E-Mails nicht gedacht. Sobald es wieder da ist, ich schätze nächste Woche. Und dann habe ich hier noch von Melvin, und da bin ich auch tatsächlich durch mit den E-Mails für heute, Wahnsinn. Liebes Liquidator-Team, ich wollte euch einfach mal ein großes Lob aussprechen für euren fantastischen YouTube-Kanal. Danke sehr, vielen Dank. Eure Videos haben mir ungemein geholfen und mich inspiriert, mein Aquarium zu verbessern und noch mehr Freude daran zu haben. Anbei sende ich euch ein paar Bilder von meinem Aquarium, damit ihr sehen könnt, wie sehr eure Tipps mir geholfen haben. Außerdem hätte ich noch eine Besatzfrage, über die ich gerne eure Meinung hören würde, nur bezüglich Garnelen. Fische habe ich ja schon. Vielen Dank für eure großartige Arbeit und eure wertvollen Ratschläge. Na, sehr gerne. Das freut mich auch, dass das so gut funktioniert. Lisa und Melvin aus Frankfurt. Ist nicht der Dude von vorher auch gerade Melvin? Nein, Marlon, so war das. Okay, sorry. Beides mit dem. Gut, schauen wir mal rein in das Aquarium von Melvin und der Lisa. So sieht das aus. Auch ein sehr aufgeräumter Unterschrank. Ist das typisch deutsch? Kann man das sagen oder ist das beleidigend, wenn ich das sage? Also, das ist schon ein Phänomen, das in Österreich eher so ein bisschen Chaos regiert in den Unterschränken. Und in Deutschland ist das sehr ordentlich. Also hier wird beschriftet, hier wird verkabelt, hier wird sogar beleuchtet. Also schaut euch das mal an. Hier ist NPK-Dünger, Schläuche, Kabelmanagement, so ein was auch immer das hier ist, ist schon sehr ordentlich. Ne? Konzentrieren wir uns jetzt aber bitte trotzdem aufs Wesentliche. Das Aquarium hier oben schaut auch sehr schön aus. Dragonstone-Aufbau, Insel noch ganz frisch, dauert noch, bis das richtig eingewachsen ist, aber schaut schon sehr schön aus. Und dann schreibt hier der
Der Stefan schreibt, meiner sieht nicht so aus, ich bin aus Bayern. Na gut, Bayern ist ja auch irgendwo so verlängertes Österreich, ne? Das zählt ja nicht so richtig zu Deutschland. So, dann habe ich hier noch ein Naturaquarium. Das sieht auch sehr schön aus. Leider echt zerkratzt, das Teil. Bist du wahnsinnig. Da wurde kräftig mit dem Scheibenreiniger durchgeschoben. Ah, schade drum. Sonst klassisches Nature-Aquarium. Sehr cool mit dem riesigen Lotus. Schönes Teil. Bisschen wilde Fischauswahl. Böse Mani-Regenbogenfische, Marmor-Fadenfische, rote Neons dazu. Hier so die Reticulatus, die Pinselalgenfresser, glaube ich, heißen sie. Hier ist irgendein Elwels, keine Ahnung welcher. Und Rotkopfsalm, das sind hier noch dabei. Das ist eine wilde Fischmischung, aber ansonsten cool. Und dann hier noch ein Aquarium. Ui, verdammt dünnes Eis, Stefan. Achso. Weil Bayern verlängertes Österreich ist. Bayern ist ein Königreich. Ja, ja, das gehört zu Österreich. Tatsächlich. So, so, dann haben wir hier, was sind das sein, ein 60er-Becken? Hier ist eine spannende Fischauswahl. Das sind Medakas, das ist die Reisfische. Sehr schön. Das ist ganz spannend. Im Aquarium sind die oft so ein bisschen blass, so wie auch hier. Und mit dem UV-Licht werden die richtig intensiv orange-rot, also wenn man die draußen hält. Diese Kurgarnelen haben sich gut vermehrt, hätte ich gesagt. Ja, aber so richtig verstehen, was du da jetzt von mir hören willst mit den Garnelen? Achso, meinst du dieses Aquarium? Okay, vielleicht. Sulawesi Inlandsgarnelen würde ich da übrigens reinsetzen, dann passt das wunderbar. So, sorry, dass ich jetzt kurz ein bisschen verwirrt war beim Chat, da passiert gerade irgendwas. So sollte ein Unterschrank aussehen. Der Robert räumt seinen Unterschrank anscheinend auch gerne auf. Okay. Wir haben ein großes Aquarium und wir haben einen Teich. Okidoki. Hallo Stefan, hallo Chat. Habe auf die Universal-WGB von Liquid Nature gewechselt. Seitdem verstecken sich meine Red Mutzel, wenn das Licht angeht. Lampe läuft auf 90, 70, 80, 80. Finde es nicht zu hell. Ideen, eventuell zu bunt. Ich würde sagen, erstmal abwarten und Tee trinken. Wenn du was änderst an deinem Aquarium und gerade wenn du so große Teile änderst wie Strömungsbild oder Beleuchtung, dann reagieren deine Fische darauf. Das kann schon sein, also das ist durchaus normal und nichts Ungewöhnliches. Dann würde ich einfach sagen, wart mal ab, lass ein bisschen Zeit vergehen. Ich weiß nicht, wie lange du das jetzt schon verändert hast in deinem Aquarium, aber lass ruhig mal 2, 3, 4 Wochen vergehen und dann frag, also dann frag nicht nach, sondern dann schau noch mal nach, ob sich da was verändert. Wenn sich's nicht verändert hat, dann hat es wohl was mit der Beleuchtung zu tun, was nicht zu deinem Vorteil ist. Und dann muss man sich mit der Beleuchtung ein bisschen spielen, wie man die am besten einstellt, damit die Fische wieder normales Verhalten zeigen. So, jetzt habe ich hier ein Chatmitglied, ich glaube, sorry, May Marie, 14, also ich schätze mal, du bist 14, weil du schreibst sehr schnell und junge Leute können das. Wir sind alle schon ein bisschen älter, ja? Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Du musst nicht alles voll spammen, das ist total okay, wenn du motiviert bist im Chat, aber ich höre nicht spontan auf zu reden, weil du jetzt eine Frage stellst und antworte nur auf dich. Deswegen bitte warte kurz, ja, bis ich antworte und schreib es nicht 37 Mal rein, das nervt nämlich hardcore. So, deswegen, und ich habe übrigens noch keinen Teich, falls das tatsächlich die Frage war. Nein, ich habe noch keinen Teich. Ich werde mir allerdings einen Teich bauen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich hätte zuerst nämlich mal gerne ein Haus, in dem ich wohnen kann. Danke Michi, 5 Minuten gebannt, das ist gut. Und bitte,
Also du musst jetzt nicht den Stream verlassen, du kannst gerne da bleiben und nachher wieder in normaler Tippgeschwindigkeit tippen. Ansonsten hätte ich noch einen Vorschlag, dass wir den langsamen Modus aktivieren. Da ist dann immer so ein Delay, da kann man irgendwie nur alle 3 Minuten oder jede Minute eine Nachricht schreiben und dann ist das auch nicht mehr so ein Problem. Wenn dann einen Schwimmteich. Na, ich hätte tatsächlich gerne einen Koi-Teich. Das hat mir einfach beim Zooflockmann mega gut gefallen und das hätte ich auch gern. Ja. So, okay, jetzt habe ich Zeit für den Chat. Also, Leute, vorher habe ich gesehen, wurde ganz viel geschrieben mit Fragen und so. Ich will jetzt nicht mehr nach oben scrollen, weil der YouTube-Chat, der ist da irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen hätte ich jetzt eine Idee. Ihr schreibt das einfach nochmal oder ihr kopiert das von vorher nochmal und dann können wir drüber quatschen. Und weil hier jemand schreibt, und ich glaube, es ist Sarkasmus, 20 Kubik Koi-Teich im Garten, tatsächlich ist das der Plan. Also 16 Kubik plus 4 Kubik Filter ergibt 20 Kubik, ist eine tolle Koi-Teich-Größe. Und dann habe ich hier noch von Daniele, hallo Stefan, wie viele Knorren in 2 Koramis würdest du auf ein 60-40-40 Aquarium empfehlen? Lieber nur ein Pärchen oder doch eine kleine Gruppe mit einzelnen mit einziehen sollen noch 12 Moskitobärblinge. Ich habe die beste Erfahrung mit 5 oder 7 Knurrenden Zweikoramis, 5 oder 7, so. Weil in der Gruppe sich die Aggression der Männchen einfach besser aufteilt und du keine verletzten Fische hast. Das ist geschickter. So, nicht einschränken, habe ich gerade so viel Spaß an den Herzen. Okay, also Elke, warte, ich kann auch ein Herz in den Chat machen. So, hier so ein Pfeilchen, so ein Dreier. So, zack, Herzchen. Gesehen? Wunderbar. Lässt man Strömungspumpen 24 Stunden durchlaufen oder nur, wenn das Licht an ist oder so? Ich würde tatsächlich Strömungspumpen immer an einen Rhythmus koppeln. Das hat sich für mich total bewährt, die Fische in der Nacht rasten zu lassen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn du so richtige strömungsliebende Fische hast, Regenbogenfische zum Beispiel, kann die ruhig durchlaufen. Aber ich habe jetzt ja hier ein Aquarium, das ist 600er mit der Strömungspumpe, und da läuft sie auch nur tagsüber, in der Nacht nicht. Warum war ich noch nicht? Sergei, was meinst du denn bei den E-Mails? Dann musst du mir kurz deine E-Mail-Adresse oder deinen Namen sagen, kann ich dann noch suchen. In so einer Teich kann man eine Menge Stinkewasser kippen. Ja, das stimmt. Ich weiß ja zum Glück, wo man Stinkewasser herbekommt. Hallo Stefan, hab seit heute eine CO2-Anlage. Wollte fragen, ab wann man Ergebnisse bei den Pflanzen sieht, weil meine Pflanzen relativ gelb geworden sind und ob Algen auch dadurch zurückgehen. Ja, also ich kann jetzt da keinen Zeitraum nennen. Ich würde sagen, wart mal ein paar Wochen ab. Dann wirst du sehen, wird alles besser. Stefan, wenn du einen Teich baust, machst du dann auch ein Video? Würde mich interessieren. Das haben wir tatsächlich noch nicht beschlossen. Also ich weiß nicht, ob das so richtig auf unseren YouTube-Kanal passt. Wir werden das entscheiden, wenn es soweit ist. Ich rechne dieses Jahr sowieso nicht mehr mit einem Baubeginn. Vielleicht heben wir die Grube aus. Das ist ja total, also da kommt ein Bagger und macht ein Loch. Das ist jetzt nicht so spannend. Aber wir werden das entscheiden und wir werden euch natürlich am Laufenden halten. Stefan, welche pflegeleichte, grasartige Hintergrundpflanze kannst du empfehlen? Da habe ich einen richtig guten Tipp. So, hier haben wir nochmal die Bedeutung von Wappler übrigens. Und jetzt schauen wir hier in den besten Webshop in Sachen Aquaristik. Und jetzt gehen wir in die Kategorie Pflanzen. Da hätte ich gesagt, wir gehen... Oh ja, habt ihr das übrigens gesehen? Es gibt jetzt die Rotala Blood Red. Hier ist mal der Unterschied. Hara, Blood Red, mega schön rot. In vitro, mega nice. Ganz neu von Tropica. Super cool. Ich würde jetzt in die Hintergrundkategorie gehen. 99 Hintergrundpflanzen haben wir, gar nicht zu wenig. Das ist eine mega nice Hintergrundpflanze. Japan Needle Leaf, ein Aerocolon. Und dann gibt es noch Cyperus Helferi. Mit Düngetabletten auch unkompliziert. Und dann gibt es noch ein Aerocolon, Feather Duster, aber ich weiß nicht, ob das nicht gerade ausverkauft ist. Oh ja, ist da. Mega gut. Also Japan Needle Leaf, das ist die, die übrigens auch im Highline 600 wächst.
Das ist auch das ist ein tolles Foto, sehr nice. So sieht dann ein Topf aus, wenn man den kriegt. Das wird mit der Zeit immer buschiger. Oft sind die Pflanzen auch sehr dünn am Anfang, haben nur wenig Blätter. Das dauert ein bisschen, aber die sind sehr unkompliziert. Schau hier, sieht man übrigens auch den Fotografen, den Pachi. Schau, könnt ihr ihn sehen? Das ist der Pachi. Dann haben wir hier Zyperngras, auch sehr nice. Passt auch toll in den Hintergrund. Düngetabletten sind sehr hilfreich, auch beim Aerocolon. Und dann gibt es hier noch das Feather-Duster, das ist noch dünner als das Needle Leaf und wird eine Spur länger. Ich würde sagen, um die 60 cm. Aha, ist gerade ausverkauft, okay. Schade. Aber man kann sich hier eine Erinnerung einrichten, wenn man Bock hat. So, was haben wir denn hier? Oh, ein neues Kanalmitglied. Dempsey. Vielen Dank für deinen Support. Danke, sorry auch, wenn ich deinen Nicknamen nicht richtig aussprechen kann. So, wie kann ich oder darf ich schwerverletzte oder kranke Fische von dem Leiter lösen? Das einfachste ist Nelkenöl, kriegst du in der Apotheke, kostet ein paar Euro. Oder einfrieren. Geht auch tatsächlich. Und sonst gibt es noch viele Anleitungen für den Kiemenschnitt, Kopfstich, Rückgrat durchtrennen, aber das ist alles sehr brachial. Also hängt zwar von deinem Gemüt ab, aber ich denke, Nelkenöl ist die einfachste Variante, die für den Fisch auch human, ja, wenn man, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber für den Fisch schnell und ohne viel Leiden funktioniert. Ja. Vielen Dank für diesen super Stream wieder und die mega Erklärungen. Na, sehr gerne. Kein Problem. Ach was, erst Teich, dann Haus drumherum bauen. Ja, also das Haus stand schon dort, wir haben es nur saniert, deswegen bauen wir das zum Glück nicht. Also ich will das nur mal einziehen, dann denke ich an den Teich. Hallo Stefan, sollte ich meine zwei Juwel Helialux Spectrum über dem Rio zu 40 durch eine oder zwei Chios Universal WRGB ersetzen? Also wenn du mich so fragst, dann ist die Antwort natürlich ja. Aber es hängt davon ab, ob du zufrieden bist oder unzufrieden. Wenn du mit der Juwelbeleuchtung happy bist, na dann nicht, das bringt dir gar nichts. Mehr als zufrieden kann ich deine Lampe ja eh nicht machen. Wenn deine Pflanzen gut wachsen, wenn dir alles gut gefällt, dann lass es einfach. Ja, das passt doch gut. So, was haben wir hier? Ich würde die Strömungspumpe auf eine Zeitschaltuhr setzen mit zufälligen Einstellungen. Ja, das kann man auch machen, aber zumindest in der nicht beleuchteten Phase sehe ich wenig Vorteile für eine Strömungspumpe, die hier und da angeht. Welchen Filterauslauf wäre für ein Oase Highland 300 geeignet? Da würde ich tatsächlich die mitgelieferten von Oase nehmen. Das funktioniert gut. Wie oft sollte man den Filter reinigen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wenn du einen Vorfilter hast, den du separat reinigen kannst, dann würde ich sagen, den Vorfilter alle Wochen oder zwei Wochen, den eigentlichen Filter alle zwei Monate. Wenn du den Vorfilter nicht reinigen kannst, dann einmal im Monat das ganze Ding. Stefan, könntet ihr eure Chatpipe mal in Video vorstellen und universeller gestalten, wie normale Metalleinläufe ohne Direktsaugknöpfe dran? Ja, zurzeit ist ja eher das Problem, dass wir gar keine Metall-Ein- und Ausläufe von unserer Eigenmarke haben, weil der Produzent mit den Energiepreisen nicht zurechtkam und leider nicht mehr die Firma leitet. Also wir haben da zurzeit für unsere Eigenmarken, was das Edelstahl-Sortiment angeht, also Tools und Filter-Ein- und Ausläufe, gar keine Bezugsquelle. Das ist ein bisschen schade. Ja, also das hergeschreibt heiße Julian in meinen Mails, hast nicht vorgelesen. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Suchen wir mal Julian. Vielleicht bist du bei den Spams gelandet. Ich habe hier von der Jenny. Hast du meine Mail bekommen? Und Gmail sagt, diese Nachricht scheint gefährlich zu sein. Okay. Nein, Julian, ich habe nichts von dir. Bist du sicher, dass du eine richtige E-Mail-Adresse geschickt hast? Fragen an liquidnature@gmail.com. Vielleicht
ist da was schief gelaufen. Was haben wir denn hier noch? Kann ich einen roten Neon zu meiner blauen Neongruppe setzen oder würde ein roter sich dann unwohl fühlen? Bin der Meinung, sie können sich auch untereinander paaren. Darum sollte es gehen. Das ist eine gute Frage. Also ich denke nicht, dass sie artübergreifend schwimmen. Wenn du allerdings einen einzelnen roten Neon hast, würde ich ihn trotzdem dazusetzen, dann könnte es nämlich sein, dass er trotzdem mitschwimmt, weil er ansonsten alleine wäre. Doch, den Teich zeigen kann schließlich keinen eigenen haben. Ja, also wir werden darüber nachdenken. Wir werden das intern diskutieren. Und dann werden wir das machen oder eben nicht. Ja. Hallo Stefan, welche kleinen Aufsitzerpflanzen könntest du mir für ein Doha Neoglas eher mit 15, 15, 30 empfehlen, außer Busse Flandra? Also wenn du das als Wabikusa betreibst und zum Beispiel poröses Gestein hast, dann könntest du Utricularia nehmen, den Wasserschlauch. Der geht auch unter Wasser als Aufsitz, aber vor allem in Wabikusa sieht er toll aus. Ich zeige euch das mal. Das ist Utricularia Graminifolia. Hier ist es schon. Das ist eine tolle bodendeckende Pflanze für Nature Layouts oder Layouts eurer Wahl. Aber es ist auch eine richtig coole In-Vitro-Pflanze. Nicht In-Vitro-Pflanze, Wabikusa-Pflanze. Weil Utricularia Graminifolia Flower sieht einfach fantastisch aus. So hier, toll, oder? Also es ist eine wirklich schöne Pflanze und funktioniert ganz wunderbar als Aufsitzer. Dieser Kräuterich, wo du ein Video gemacht hast, war extrem beeindruckend, so schöne Tiere. Fährst du dieses Jahr wieder in dieses Aquariengeschäft und machst ein Video, Stefan? Ich weiß nicht, das waren wir schon zweimal dort und es ändert sich natürlich nicht immer so viel. Ich kenne das ja vom Laden, da ist man froh, wenn man hat, was man hat. Und nicht immer alles umbaut die ganze Zeit. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir dieses Jahr wieder hinfahren werden. Hallo Stefan, habe endlich Formen Fluval Flex mit gebogener Frontscheibe durch ein ADA Mini M auszutauschen. Welchen Filter empfiehlst du mir? Habe an den Oase Filter Smart gedacht. Was meinst du? Achso, hier geht es weiter. Moment. Meinst du, dass 1216 zu groß aussieht oder meinst du, das passt? Nein, das passt. Also 1216 mit den kleinen In- und Outflows, das passt gut. Stefan, könntet ihr eure Metal... Achso, das hatten wir schon. In meinem Becken wirkt die Rückwand leider nicht schwarz, sondern eher blassgrau. Liegt sicher am Licht. Ja, also schwarze Rückwände verfärben sich tatsächlich immer mit dem Licht mit, das ist so. Ich möchte beim Biomaster 250 den Vorfilterschwamm wechseln. Soll ich wieder die blauen feinen nehmen oder die etwas gröberen roten? Die gröberen roten, die blauen sind mir schon zu fein. Nymphea SP Peru Poeto Maldonado wäre interessant. Kommst du oder ihr daran? Ist quasi nicht zu bekommen. Nein, leider. Also Pflanzenraritäten sind immer schwer zu bekommen. Und was ja immer ganz gefährlich ist bei den Pflanzenraritäten, da muss man total aufpassen, von wo man die bezieht, weil es kann natürlich immer sein, dass mit den schönen, gesunden Pflanzen, die man da bekommt, die Pest mitkommt, also Planarien, mehr Parasiten fallen mir jetzt gar nicht ein, aber vor allem dann noch Algen, wie die Cladophora oder Spirogyra, was mega blöd ist. Deswegen, wenn ihr euch Pflanzen von einem Pflanzenmessi holt, seid immer auf der Hut, setzt die Pflanze für ein halbes Jahr, ich weiß, es ist mega lang, in Quarantäne. Sonst habt ihr richtig viel Nerven verloren, wenn ihr dann bemerkt, dass einfach in eurem Aquarium jetzt Cladophora drinnen ist und wenn ihr vielleicht mehrere Aquarien habt, ihr das vielleicht auch schon in andere Aquarien von euch verschleppt habt. Das geht total schnell. Gibt es Lily Pipers Edelstahl? Das wäre richtig cool. Leider nicht. Hallo Stefan, kann man Axel Rodia Riese im 55 Liter Denali Nano Aquarium halten? Axel Rodia Riese sind Pfeffersalmler, sind durchaus gut geeignet für so kleine Aquarien, ja, hätte ich schon gesagt. Stefan, seit ich vor 2 Wochen meine Orange Juice geschnitten habe, wachsen die neuen Triebe waagerecht. Was läuft da falsch? Also die wachsen jetzt zur Seite. Erstmal abwarten. Mach vielleicht ein bisschen MPK-Dünger rein und dann abwarten, Tee trinken.
Danke, Stefan, freut mich, dass du dir mein Bild angesehen hast. Wie gesagt, ich bin noch ganz neu und wachse noch. Was oder wie würdest du den Einlauf empfehlen? In- und Outflow nebeneinander, am besten eine Lilypipe über die längste Seite des Aquariums laufen lassen. Hallo Stefan, ich habe ein Problem mit einem hohen Silikatwert von über 6. Sonst sind alle Werte okay. Im Netz sagen einige, es ist nicht schlimm und die anderen sagen Katastrophe. Wie ist deine Meinung? Rolf Müller, das kannst du einfach wegignorieren. Gar nicht schlimm. Wichtig ist immer, gerade am Anfang eines Aquariums begünstigt ein hoher Silikatgehalt, Kieselalgen, das sind so braune Belege, die breiten sich dann über alles aus. Ganz einfach mit viel Special Blend gegensteuern. Der Bakterienfilm, der Biofilm ist die natürliche Konkurrenz für die Kieselalge und ist überhaupt kein Drama. Ja. So, der Ellen schreibt: Juwel Hellelux war super vom Licht her für mein Juwel 350 voll ausreichend, aber die Farben, die die Giros Universal in das Becken bringen, ist mega. Ja, ich habe vorher Nachbilder gesehen, ist ein Unterschied. Krass. Hallo Stefan, welche einfachen Stängelpflanzen kannst du mir für den Hintergrund empfehlen? Selbst Rotala wächst trotz Starklicht, CO2 und Düngung nicht bei mir. Da würde ich mich über eine E-Mail mit Bildern freuen und ein bisschen mehr Kontext. Das wäre nämlich echt spannend, warum das so ist. CO2, Dünger und starkes Licht ist eigentlich der Tür- und Torbereiter für alle Pflanzen, die schwer zu pflegen sind. Deswegen kann ich mir das nicht erklären, außer du hast sehr hartes Wasser. Dann würde ich mal probieren mit Limnophila sessiliflora. Das ist übrigens zurzeit auch im Angebot. Ich würde sagen, wir schauen noch kurz in den besten Webshop in Sachen Aquaristik. Vielleicht habe ich es sogar noch offen. Nee. Schauen wir mal hier. Hinten, wir schauen einfach in den Sale. Du gehst einfach in die Sale-Kategorie. Und dann haben wir hier Limnophila sessiliflora. Und das ist eine wunderschöne Pflanze. Und die wächst bei jedem. Wirklich, die wächst bei dir, kein Problem. Und jetzt kostet ein Topf unglaubliche 2,45 €. Da kannst du auch gleich 10 nehmen. Ja, das Aquarium wunderschön voll bepflanzt. So, ich versuche es nochmal mit der Schneckenfrage. Reicht den Rennschnecken der Bakterienrasen auf den Holz als Nahrung oder muss man etwas zufüttern? Redman, das ist leider eine ganz schlechte Entscheidung gewesen. Also Rennschnecken sind Futterspezialisten, sind kein Erstbesatz. Und da hast du jetzt leider wenig Optionen. Ich hoffe für dich, dass ihnen der Bakterienrasen ausreicht. Aber nach meinem Empfinden reicht das nicht. Und das sind Futterspezialisten, limnivore Tiere, die nehmen kein Futter an. Also du kannst die schlecht zufüttern. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal setz bitte Posthornschnecken als Erstbesatz ein. Rennschnecken sind nicht gut geeignet. Ich hoffe, dass die durchhalten. Die sollten man frühestens nach so 2 Monaten in etwa einsetzen. Hallo Stefan, die Progestim und Helfere kommt doch eher mit härterem Wasser klar und mag kein Osmosewasser, oder? Das stimmt, Progestim und Helfere ist eine der wenigen Pflanzen, die das weiche Milieu nicht so gerne haben. Allerdings ist das mega einfaches Kraut, wächst immer, muss man sagen. Ja. Aber besser, oder sagen wir es mal so, sie wächst nicht schlechter im härteren Wasser. So kann man es, glaube ich, sagen. Vielleicht die E-Mail-Adresse fix ins graue Feld links reinschreiben. Welches graue Feld? Graues Feld. Ich weiß leider nicht, bin nicht ganz sicher, was du meinst. Aber die E-Mail-Adresse sollten wir tatsächlich irgendwo fixieren. Das wird jeden Stream echt viel gefragt. Der Andreas Brüll schreibt: Zeit für Stinkewasser. Ich klinke mich aus. Danke für den Stream und gute Nacht. So, ich hätte es gesagt, bevor jetzt alle wieder abhauen und schlafen gehen, damit sie einen Schönheitsschlaf bekommen. Machen wir die Verlosung, oder? Heute richtig nice Livestream-Verlosung, denn zur Feier der 100 Kanalmitglieder gibt es einen 50 € Liquid Nature Webshop-Gutschein und ich drücke euch allen die Daumen. Ich habe natürlich auch schon wieder was vorbereitet. Das ist der Gutschein. Das graue Feld unter deinem Bild. Aber weißt du was, ich könnte eigentlich, ich könnte ja hier ein Textfeld reinmachen, oder?
wie geht denn das? Das muss ich mir anschauen, aber ich glaube, ich kann einfach ein Textfeld hier in mein Bild einfügen. Wäre gar nicht so schlimm. Gibt es einen Shirt heute, Stefan? Nein, heute gibt es kein Shirt, aber es gibt andere coole Sachen, keine Sorge. Der Sascha schreibt einfach endlich. Ist jetzt nur da zum Abstauben, oder? Das sind die Abstauber hier. Ein Wahnsinn. Okay. So, ich habe den Nightbot aktiviert und ich hätte gesagt, der Chat muss jetzt mal wieder so ein bisschen durcheskalieren, weil wir wissen ja, wie das funktioniert. Active Users, das ist gefragt. Also, wir haben hier den Nightbot. Der hilft mir hier bei der Verlosung. Ich mache mich mal ein bisschen größer, dass wir beide zu sehen sind, der Nightbot und ich. Wir machen Active Users. Mods dürfen wir heute auch mitmachen, weil es nur der Michi da und der soll ja auch mal was gewinnen. So, dann haben wir hier Channel Members gets no extra luck. Das ändern wir jetzt. Die kriegen das doppelte Glück. Two times more likely to win the giveaway. Okay, nice. So, Regulars kriegen kein extra luck. Active Users within the past 5 minutes are eligible to win. So, Moment, was war da jetzt für eine Nachricht hier? Wurde ich markiert? Weil er da vorher, als du mein Aquarium bewertet hast, in der Arbeit. Aber vielen Dank für die Komplimente. Werde die Kritik auch gerne umsetzen. Aquarium wurde im Darkside gestartet. Ich weiß gar nicht, was ich kritisiert habe, aber wenn ich gesagt habe, dass es gut aussieht, dann sah es bestimmt gut aus. So. Okay, okay. Also. Achso, der Korb steht auch hier im Bild. Achso, ich habe noch was bekommen. Nur noch kurz was sagen. Ich habe einen Brief bekommen. Mega nett, aber einen richtigen Brief mit der Hand geschrieben. Super krass. Und der ist vom Manuel und der Susi. So war das. Und die haben ja 3D gedruckte Teile mitgeschickt. Und zwar für eine ganz lustige Idee eigentlich. So Halterungen, mit denen man pH-Meter und Leitwertmesser festhalten kann. Sehr, sehr nett. Leider kam einer davon kaputt an. Da war der Postler anscheinend ein bisschen zu rabiat beim Ausliefern. Aber das ist eine gute Idee. Und ich hoffe, dass ihr das auf irgendeiner Plattform zur Verfügung stellt für alle Leute, die einen 3D-Drucker haben, damit sie das selber drucken können, weil es eine coole Idee ist. Ich sehe es tatsächlich, für unsere Aquarien sehe ich es jetzt nicht so sehr, aber grundsätzlich eine gute Idee. So, wir haben jetzt hier 140 Leute und 41 Leute, die mitmachen können. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie viele... Sorry, muss noch mal kurz in die Standardansicht drüber. Oh, wie viele Leute haben wir denn gerade hier im Chat? Wir haben 329 Leute im Chat. Wir haben 264 Bewertungen, also 264 Likes. Können wir noch kurz über die 300 mit den Likes drauf? Ich warte einfach mal kurz ab und ich trinke mal ein Glas Wasser. Lass ein bisschen Zeit vergehen, dann sind auch mehr Leute hier wieder im Nightbot registriert für das Gewinnspiel. Ich kann euch mal den ersten Preis zeigen. Das ist die Hobby Artemia Schale mit passenden Eiern mit Salz gemischt von Acker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist tatsächlich mega praktisch und mega einfach, sich so seine Artemia Norblien, sein Erstfutter für die Fische oder generell so sein Lebensfutter für die Fische selbst zu züchten. Was war da jetzt gerade? René ist schon seit 18 Monaten Aquascaping Friend. Bro, vielen Dank für deinen Support. Das ist sehr, sehr nett von dir. So, okay, da schauen wir mal. Was haben wir jetzt? Waren wir jetzt über die 300 drüber? Hier. Ja, 309 Likes. Das gefällt dem Algorithmus. Folglich gefällt es dem Stefan. Schauen wir mal. Also, der erste Preis ist heute eine Artemia-Schale mit Artemia-Eier- und Salzmischung. Sollen wir es rollen? Machen wir so einen Countdown? Das muss ich auch. Ich glaube, das kann ich mit dem Streamdeck auch, dass so ein Countdown runterzählt. Das ist mega nice.
Also, so, 3, 2, 1, los geht's. Der Ralf Geschke. Ralf, mein Lieber, ab jetzt, ab heute, kannst du jeden zweiten Tag deine Fische mit feinsten, selbstgezüchteten Artemia-Nordlein füttern. Ich hoffe, du hast Fische, die das lieben, aber ich denke, die meisten sind da happy darüber. Schreib doch bitte kurz in den Chat, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast, und schreib uns dann eine E-Mail und sag, hey, ich bin der Ralf von YouTube, ich habe das gewonnen, schickst mir das jetzt sofort zu. Dann kriegst du es auch sofort. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Artemia züchten. Du kannst jeder einzelnen Noble einen eigenen Namen geben. Da brauchst ganz viele Namensbücher. So, komm schon, Ralf. Ich warte auf eine Chatnachricht von dir. Ralf Geschke. Ich rufe aus. Ralf Geschke. Achso, da ist er schon. Okay, wunderbar. Servus, Glückwunsch. Ui, und jetzt hauen die Leute aber aus. Der Kai verschenkt eine Kanalmitgliedschaft. Mega nice. Und der, es hat einfach auch der Ralf gewonnen. Was geht denn jetzt ab? Ralf, Glückspilz des Tages oder was? Oder kann man sich aussuchen, wem man die schenkt? Mega krass. Krass. So, jetzt hätten wir. Schreibt schon wer, der Schiebung. Echter Wiener. Moment, wie heißt der? Gute Laune Sherpa. Okay, also ihr habt es jetzt gehört. Wenn der heute gewinnt, dann ist Betrug. Ich habe noch was. Mega praktisch. Ein Fischfangbecher. Und dann Shrimp-Lollis. Weil wir haben die auch gerade im Angebot. Also für alle, die den nicht gewinnen, bitte ärgert euch nicht zu sehr. Es gibt den ganzen April Shrimp-Lollis zum Tiefpreis, weil das mega nices Futter für die Garnelen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr unsere Stories schaut, aber ich muss euch das mal zeigen. Das schaut so lustig aus, wenn die das fressen. Wo haben wir es denn? Liquid Nature? Ha, es ist noch nicht in den Stories. Es kommt wahrscheinlich morgen in den Stories. Und mit dazu, also zwei Päckchen Shrimp-Lollis, und mit dazu gibt es auch noch den Lolli-Halter. Das ist diese Halterung, wo man die Lollis dann so senkrecht reinstecken kann. Also das ist sozusagen ein Geschenke-Bundle. Ein Fischfangbecher mit coolem Zeug drin. Schauen wir mal. Wer bekommt Futter und hilfreiches Zeug? Junglescapes! Er hat einfach schon Fische geschrieben. Er hat es mega schnell gecheckt. Wunderbar! Herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß beim Garnelenfüttern. Schreib uns doch bitte eine E-Mail mit deiner Adresse, du weißt schon. Dann schicken wir das zu dir. So. Ach ja, er wird noch gar nicht erwähnt. Leute, seit 2 Tagen könnt ihr wieder mit einsenden beim IAPLC. Ihr wisst schon, der International Aquatic Plant Layout Contest geht wieder los. Anmeldezeitraum für den IAPLC ist der 1. April bis 31. Mai. Also wenn ihr schon das Foto im Kasten habt, könnt ihr schon einschicken. Ihr bekommt natürlich auch so einen richtig nice Sticker dazu. Alle, die gewonnen haben, lege ich gleich einen dazu. Zack, boom. So, also wir haben jetzt 152 Teilnehmer im Gewinnspiel, dann hätte ich jetzt eine richtig nice Package hier. Quittenblätter, richtig gutes Futter für Garnelen und konstituiert auch ein bisschen das Wasser, auch Otocincus fressen, das ist ganz gut. Und Erlenzapfen, außerdem ganz frisch, ich glaube, wir sind die Ersten, die das haben. Biogran Nano für kleine Fische. Ihr wisst ja, Biogran, ein wunderbares Granulatfutter in Bioqualität in Mini für kleine Fische, Minifische. Das ist auch so ein Bundle, also Blätter und Futter und Erlenzapfen. Wer bekommt das jetzt? Schauen wir mal. Ah, machen wir einen Countdown. Wir können es ja wirklich machen, es ganz dramatisch. Hier so. Nee, so. 3, 2, 1 und der Julian Schöps, ein Kanalmitglied. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt Zäpfchen und Blätter und Biogran Nano in deine Aquarien schmeißen. Du musst uns nur eine E-Mail schreiben mit deiner Adresse und dann bekommst du das schon zugeschickt. Ah, Julian, bitte schreib doch kurz so, ja, mega cool, ich habe es gewonnen, ich habe es gecheckt, ich schreibe euch eine Mail.
mega gut. Und ich denke mal, der Doppelpunkt Underline Stefan ist das Emoji mit dem Schlauch, oder? Also ihr wisst ja, das Schlauch-Emoji. Das ist mein Lieblings-Emoji übrigens. Finde ich gut. So, damit wir hier keine Überraschungen heute haben, gibt es natürlich feinstes Stinkewasser. Leute, jeder von uns braucht doch regelmäßig ein Fläschchen Stinkewasser, oder? So ein Stamperl-Special Blend am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wenn man mal... Hat man ein wenig Diarrhoe, geht es dir viel besser mit Special Blend. Okay, schauen wir mal. So, Fabian Hilkenbach. Sehr schöner Name. Hilkenbach, Fabian. Eine Flasche Special Blend geht an dich. Bitte schreib uns doch eine E-Mail mit folgendem Text. Hallo, ich bin der Fabian. Ich habe gewonnen bei YouTube. Bitte schickt mir das an folgende Adresse. Und schreibt doch jetzt kurz in den Chat so, hey, ich habe da was gewonnen. Mega nice. Ich freue mich. Coolste Community überhaupt. Hashtag Stinkewasser. Stinkewasser und schon hast du Platz im Bus. Ja, natürlich, auch in Alltagssituationen. Stinkewasser ist einfach ein Alleskönner. So. Oh, Moment. Ach, was ist denn jetzt passiert? No. No, no, no. Ah, wie ärgerlich. Der Stefan hat sich vertippt. So, ja, jetzt müssen wir nochmal warten, bis hier jeder nochmal in den Chat geschrieben hat, weil der Stefan sich verklickt hat. Sorry. Jetzt müssen alle nochmal so richtig in die Tasten klimpern und Enter drücken, weil dann nimmt euch der Nightbot hier wieder rein. Es sind schon wieder 51, es waren irgendwie 150 vorher, also müssen jetzt noch ein bisschen was dazu. Wir könnten eine Umfrage starten. Was für eine Umfrage können wir denn starten? Nimmst du am IAPLC teil? So, okay, jetzt sind wir wieder bei 133 Leute, mega gut. Und ja, was ist denn hier los? Nein, einfach 63%. Was geht? Hallo, warum sagen da so viele Nein? Was ist denn da los? 72% Nein. Das ist ja furchtbar, was ist denn da los mit euch? Warum wollt ihr nicht an mir PLC teilnehmen? Moment. Hallo. Also ich muss jetzt gleich den Stream abbrechen. Was? Jetzt falle ich ja gerade aus allen Wolken hier. 72% sagen nein und nur 28% sagen ja. Warum ist das denn so? Der EPLC ist ja wohl der beste Wettbewerb global. Also das ist so ein nicer Prozess. Online Application, dauert ein paar Minuten, dann kommt ein Brief aus Japan an euch mit eurer Urkunde. Und wenn ihr was reist, dann bekommt ihr sogar noch... hier so eine Münze oder eine Plakette oder vielleicht sogar Preisgeld, je nachdem, wie weit nach oben ihr es schafft. Das ist mega krass. Und von 166, 167 Stimmen sind nur 29% für ja. Das ist, Moment, ich muss jetzt mal kurz rechnen. 10% sind 16, 30% sind 3 mal 16 sind 48. Naja, ist gar nicht so schlecht. Aber ist auch nicht so richtig gut. Was ist denn da los? Okay, jetzt 30% für ja. Habe ich da jetzt jemanden überzeugt? Okay. Komm schon. Ah, jetzt ist wieder 29 geworden. Okay, ich beende die Umfrage jetzt. Mega schade. Also, das hätte ich hätte mir das besser gewünscht von unserer Community. Ich habe ein Schloss als Deko. macht doch nichts. Also, wenn es dir gefällt, dann ist es doch richtig so. Naja, okay. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Naja, okay. So. Gesunde Wasserpflanzen, das ist die halbe Miete für ein Pflanzenaquarium, brauchen guten Dünger. Oder? Also, Masterline 1, 2 und Carbo, das Rezept unseres Vertrauens für richtig schöne, gesunde Wasserpflanzen. Hier ein Düngerset in der Halbliter-Variante geht an
Aber Trommelwirbel. Thomas Kovac, ist das ein Name? Jetzt aber, hat er geschrieben. Patsch, gewonnen. Einfach so. Mega nice, gratuliere. Wasserpflanzendünger für dich. Bitte schreib uns eine E-Mail an die info@liquidnature.at mit deiner Adresse und so, dann kriegst du ein Düngerset. So, jetzt kommt nochmal das beste Bakterienpräparat aller Zeiten. Special Blend. Da könnten wir mal so eine Challenge machen. Jeder, der ein Gläschen Stinkewasser hier bei uns im Laden einfach so extra bekommt eine Flasche gratis. Das wäre mal eine richtig coole Challenge. Fände ich gut. Das wäre lustig, oder? So. Danke, René. Eine weitere Flasche Stinkewasser. Kann man das trinken? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde es nicht probieren. Ich habe ja schon genug Stinkewasser. Aber das wäre eine coole Challenge, finde ich. So ein bisschen wie diese Zimt-Challenge. Das kann man ja auch nicht so richtig essen, aber machen tun die das trotzdem. Sind alle wahnsinnig. So, wer bekommt das jetzt? Eine Flasche Stinkewasser geht an. Der Marco J. Marco. Stinkewasser. Beste Bakterien überhaupt. Gratuliere. Gesunde Aquarien mit Stinkewasser. Sehr, sehr nice. Nur kurz schauen, habe ich das? Okay, das habe ich wieder. Es hat sich nicht. So, jetzt haben wieder Kanalmitglied das doppelte Glück. Sorry, Marco, du bekommst dein Stinkewasser natürlich trotzdem. So, hier. Dann habe ich hier noch ein kleines Bundle. Noch eine Dose. Biogran Nano. Und Liquid Humin, die Huminstoffe eures Vertrauens. Bitte nicht vergessen, vorher schütteln. Es lagert sich nämlich gerne ab. Ist tatsächlich aus Rinden und Blättern hergestellt. Und bitte passt auf, patzt euch nicht damit an. Ich habe euch gewarnt. Es kriegt man nicht mehr raus. Es macht so richtig schön kackebraune Flecken. Und das geht nicht mehr weg. Deswegen bitte ins Aquarium, nicht auf den Teppich. Futter und Huminstoffe gehen an. Jan Kühnrich, herzlichen Glückwunsch. Du kannst ab jetzt Fische füttern und huminisieren. Kann man das so sagen? Huminisieren. Ich bin gespiegelt. Moment, ich glaube, ich kann was ändern. Kann ich das ändern? Skalierungsfilter, versteckter Übergang, Screenshot erstellen, transformieren, da hier, horizontal spiegeln. Cool. Okay, so, jetzt sind wir auch schon im Grande Finale angekommen. Mit diesem Gutschein kann man sich alle Träume im Liquid Nature Webshop erfüllen, die man sich für 50 Euro erfüllen kann. Oder man kann die 50 Euro ganz einfach als Teilinvestment in ein größeres Goodie nutzen. So, der Jan Kühnrich schreibt, er braucht nochmal eine E-Mail-Adresse, das ist überhaupt kein Problem. info@liquidnature.at. Du weißt schon, info davor, at, zwei Klammeraffe. Liquid Nature, so wie der Laden heißt, .at für Austria, Österreich. So, was steht hier? Alex Köhn ist seit einem Monat Kanalmitglied. Aquascaping Nerds sollten ein Shirt bekommen. Ja, also das können die auch tatsächlich. Das ist überhaupt kein Problem. Wir gehen hier einfach in den besten Webshop in Sachen Aquaristik, suchen Shirt. Und dann können sich alle Aquascaping-Nerds so viele Shirts holen, wie sie wollen. Kein Problem. Also Alex, schlag zu. Kein Problem. Kann jeder. Muss nicht mal ein Aquascaping-Nerd sein. Hier wollen wir wieder zum Nightboard. Okay. So. Ein 50-Euro-Gutschein für unseren Webshop. Wer hat da Bock drauf? Können jetzt alle eine 1 in den Chat? Ich mache das jetzt wieder knossig. 1 in den Chat!
Los geht's! Ah, okay, gut, das hat nicht so gut funktioniert. Ach ja, oh ja, hier. Jetzt fliegen die Einser rein. Sehr gut. Okay, schauen wir mal. Wer bekommt den 50 Euro Gutschein hier für den Liquid Nature Webshop? Ihr wisst ja, der beste Webshop in Sachen Aquaristik. Der Steffen Struck. Steffen, herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibt doch kurz in den Chat. Ja, hallo, ich bin's, der Steffen, ich habe gewonnen. Oder yay, oder danke, oder ah, brauche ich nicht, habe ich schon. Irgendwie so. Und dann schreibst du uns eine E-Mail mit deiner Adresse und dann geht er an dich raus. Wobei, bei dir reicht wahrscheinlich die E-Mail-Adresse, weil es ist ja ein digitales Produkt. So ein Gutschein, also den echten Gutschein benötigt man gar nicht. Mega nice, der Steffen hat sich gemeldet, das heißt, er ist auch da, der hat das mitbekommen. Sehr gut, jetzt kann ich wieder in meine Standardansicht wechseln. So, bin ich wieder groß, hallo. Soll ich jetzt hier auch, kann ich jetzt hier auch viel hier spiegeln? Sehe ich jetzt gar nicht, wie das geht. Vollbildprojektor anordnen. Lass mal jetzt einfach mal so, hätte ich gesagt. So, Glückwunsch an alle Gewinner. Und ja, das kann ich nur bestätigen, Glückwunsch an alle Gewinner. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Alle, die jetzt nicht gewonnen haben, beim nächsten Mal. Schade, ich gewinne nie bei Gewinnspielen. Moment, könnten alle kurz die Trauerdose, nee, nicht die Trauerdose, die Kummerdose für den Freakout aufmachen? Kennt ihr das? Ihr wisst schon, wenn ihr, alle, die Kinder haben, wissen das, oder? Wenn Kinder zu Unrecht jammern, dann so. Oh. Und man kann es wieder einpacken, die Kummerdose. Finde ich gut. Also, bitte, nicht zu viel traurig sein. Moment, wie hieß der nochmal? Freakout. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal hast du bestimmt Glück. Du hast 200 Euro verschenkt, oha. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das ausgeht. Okay, okay. Bitte nochmal die E-Mail. Info, ihr wisst schon, so wie die Kurzform für Information. Info. Add, der Klammeraffe, Liquid Nature, so wie der Laden heißt, Punkt, das ist dieses kleine runde Ding, AT für Österreich. Ich denke, das passt. So, okay. Schauen wir nochmal kurz, ist noch irgendwas Wichtiges hier im YouTube-Chat gekommen? Moment. Okay, die Zuschauerzahlen gehen auch schon wieder runter. Okay, ich sehe schon, das waren alle nur für Geschenke da. Wunderbar. Ich sag's euch, ich auch. Ist aber nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle schlafen. Es ist 22.40 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich schau mal kurz, wie lange sind wir jetzt live? 4 Stunden 25. Das war eh mega lang. Krass. Warum man keine Pflanzen dabei? Ja, weil das nicht jeder brauchen kann. So, Leute, danke fürs Zusehen. Es war mir wieder ein Volksfest. Ich sehe, wir haben 333 Likes geschafft. Sehr nice Zahl. Okay, jetzt ist gerade um eins weniger geworden. Wer auch immer das war, fuck you. Richtig ungut jetzt in der letzten Minute hier. Aber okay, trotzdem einen wunderschönen Abend noch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Es kommen ja noch wunderbare, arbeitsreiche Tage auf uns zu. Donnerstag und Freitag, ihr wisst schon, für manche unter uns, mich auch eingeschlossen, der Samstag. Aber das ist ja auch immer total nett, oder? Am Samstag arbeiten gehen, wenn alle anderen frei haben, ist einfach das Beste. Gut, Leute. Das war mein Volksfest. Tschüssi, Baba. Bis zum nächsten Mal. Und so. Ich weiß gar nicht, was ich da noch immer sagen soll. Am Ende ist komisch. Tschüssi, Baba. Dabei bleibe ich.